gebt das Land frei, und zwar sofort. Das hat Hans Christian Ströbele übrigens in Halle geboren, sage ich hier an meine Hallenser auf der linken Seite. Super. Genau. Nee, richtig, Halle Saale steht da. Ihr seid in Wikipedia. Und zwar hat er das gesagt, während der Hanfparade 2002 in Berlin und jetzt 22 Jahre später und ich glaube auch zahlreiche Hanfparaden, Marihuana, Marcus, also auch im Hanfmarsch gab es auch, ne, letztens erst hier in Magdeburg. Später ist es dann Wirklichkeit. Wir haben zumindest, ich bin noch ganz vorsichtig und sage, eine Teillegalisierung des Cannabis erreicht als Ampelregierung. Ich sage dazu, es ist aber ein Zwei-Säulen-Modell und die erste Säule ist erst sozusagen im Gesetz gegossen. Mehr dazu erfahren wir gleich von unserer ersten Podiantin, von unserer ersten Rednerin. Ihr wundert euch vielleicht, warum ist denn Dr. Kirsten Kabat-Gotter, unsere grüne Bundestagsabgeordnete, online dabei? Das war eigentlich nicht so geplant. Die Uhrzeit, alles ist genau alles auf Kirsten abgestimmt gewesen, aber dazwischen ist eine Anhörung gekommen und zwar nämlich zum zweiten Teil. Vielleicht führst du vielleicht gleich nochmal aus, das war eine Anhörung im Bundestag zum Konsumcannabisgesetz und des Medizinal Cannabisgesetzes zur Änderung davon. Da kannst du sicherlich noch was dazu sagen. Liebe Kirsten, schön, dass du dabei bist, wenn auch online im Zoom, aber es hat jetzt uns dazu geführt, dass wir jetzt heute mal eine hybride Veranstaltung machen, ein hybrides Fachgespräch und auch später das bei YouTube ausstrahlen werden. Ist ja auch vielleicht ein Zugewinn. Uns würde, glaube ich, sehr erstmal interessieren, weil ich habe da sehr viel Gerüchte gehört, wir haben es ja alle mitbekommen, wie sich das alles mal verzögert hat mit dem Cannabisgesetz. Wie ist dieser Prozess eigentlich so gekommen, ich sag mal von Koalitionsvertrag bis dann wirklich das Gesetz im Bundestag beschlossen und dann bis im Bundesrat, war ja auch noch ein langer, steiniger Weg, dass es im Bundesrat so einfach durchgegangen ist. Wie ist das passiert und vor allem, was sagt das Gesetz vielleicht in groben Zügen aus und wie geht es weiter? Wann kommen wir zu einer richtigen, vollständigen Legalisierung bei den Säulen? Kirsten, du hast das Wort, uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Danke. Ja, liebe Madeleine, moin aus Berlin. Und es ist genau, wie du gesagt hast, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich wäre noch lieber in Präsenz da. Es waren ja auch die Züge rausgesucht und alles. Und heute just hatten wir im Gesundheitsausschuss die entscheidende Sondersitzung und auch die Expertinnen, die Fachanhörung zu der Umsetzung der Protokollerklärung, die dazu geführt hat, dass das Cannabis-Gesetz überhaupt den Bundesrat ohne Vermittlungsausschuss passieren konnte. Und das ist natürlich zentrale parlamentarische Aufgabe für mich. Den Vorsitz im Ausschuss habe ich dafür abgegeben. Ich habe mich vertreten lassen, sodass ich als Berichterstatterin dann auch an der Anhörung die für uns wichtigen Fragen stellen konnte. Und das ist der Grund, warum ich jetzt heute hier in Zoom dabei bin. Und ich freue mich sehr, dass ihr diese Veranstaltung macht, denn jetzt kommt es eben tatsächlich auf die Umsetzung in den Ländern an. Was ist passiert? Warum hat sich das alles so verzögert? Warum haben wir jetzt die erste Säule? Was steht da drin und wie kann es weitergehen? Das waren die Fragen, die du jetzt auch nochmal gestellt hast. Und ich werde versuchen, die zu beantworten für die Menschen, die mich jetzt gerade erst kennenlernen. Ich vertrete Bremen im Deutschen Bundestag, bin die amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit für Bündnis 90 Die Grünen Berichterstatterin, unter anderem für dieses Thema Cannabis-Legalisierung und bin von Haus aus Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und sehr erfahren in der Suchtmedizin. Was ist uns gelungen? Uns ist gelungen, ein Paradigmenwechsel weg von der Verbotspolitik hin zu Schritten in Richtung vernunftgeleiteter Umgang mit Cannabis. Welche Situation haben wir bisher in Deutschland gehabt? Wir hatten die Situation, dass Cannabis an jeder Straßenecke, auf jedem Schulhof im Grunde flächendeckend zu bekommen war. Die Konsumzahlen sind dramatisch gestiegen und das alles unter der Kontrolle, den Bedingungen des Schwarzmarktes. Ohne Gesundheitsschutz, ohne Jugendschutz. Erwachsene Konsumierende wussten nicht, was sie auf dem Schwarzmarkt bekommen. Sie konnten ziemlich sicher sein, dass schädigende Beimischungen im Cannabis vorhanden sind. Bleistäube, Haarspray, synthetische Cannabinoide, die im Übrigen ernsthaft gefährlich sind. Und
Kinder und Jugendliche hatten sehr leichten Zugang, weil der Dealer natürlich nicht nach dem Ausweis fragt. Das war der Grund, warum wir als Bündnis 90 Die Grünen seit vielen Jahrzehnten, Hans-Christian Ströbel, der ist ja von dir gerade schon angesprochen worden, uns für die Legalisierung von Cannabis und für die staatliche Kontrolle von Cannabis so stark gemacht haben. Und jetzt endlich sind wir da einen substanziellen Schritt weiter. Warum war das so unglaublich schwierig? Das war ein Gesetzgebungsprozess der Extreme. Ich habe ja schon relativ viele Gesetzgebungsprozesse im Bundestag miterlebt und mitbegleitet. Einen solchen, wie wir ihn hier beim Cannabis-Gesetz erlebt haben, das war für mich neu, auch für alle anderen erfahrenen Kolleginnen neu, weil wir auf der einen Seite sehr viel Unterstützung aus der Expertinnen-Szene hatten, aus der Zivilgesellschaft, von der Suchthilfe, von Menschen, die sich richtig gut auskennen mit den Schäden, die unter den Schwarzmarktbedingungen durch Cannabiskonsum entstehen konnten. Wir hatten auch Unterstützung von der Deutschen Hauptstelle für Sucht und viele, viele andere Expertinnen. Und auf der anderen Seite hatten wir es wirklich mit einem Kulturkampf zu tun, wo konservative Kräfte in unserem Land mit sehr emotionalisiert aufgearbeiteten Behauptungen agiert haben, die mit der Realität weitestgehend nichts zu tun haben. Eine zentrale Behauptung war, dass durch dieses Gesetz, was wir jetzt auf den Weg bringen, die Konsumzahlen drastisch ansteigen würden, dass dadurch schädigende Situationen, zum Beispiel Psychosen, drastisch ansteigen würden. Das ist so eine zentrale Behauptung der Konservativen gewesen, die durch den internationalen Vergleich durch nichts belegt ist, auch durch viele Erfahrungen im internationalen Vergleich widerlegt sind. Nichtsdestotrotz haben wir auch heute in der Anhörung im Gesundheitsausschuss wieder diese gut widerlegbaren Behauptungen gehört. Was haben wir jetzt geschafft mit der ersten Säule? Wir haben eine Entkriminalisierung vom Cannabiskonsum innerhalb bestimmter Bereiche ermöglicht, also eine weitestgehende Entkriminalisierung, aber wie viel ich mit mir tragen darf, das ist nach wie vor festgelegt, weil wir eben nicht den Schwarzmarkt unterstützen wollen, natürlich nicht. Wir haben zusätzlich legalisiert, dass der Eigenanbau von 3 weiblichen Pflanzen ab 22. März, wo das Gesetz im Bundesrat passierte und dann ab 1.4. ist es ja in Kraft getreten, legal ist. Das ist sehr wichtig, weil für die Menschen, die selber anbauen wollen, es jetzt die Möglichkeit gibt und sie können genau wissen, was sie da anbauen. Sie können ihr Saatgut kaufen und wissen, was für ein Mischungsverhältnis aus den Wirksubstanzen THC und CBD genau in der Pflanze enthalten ist, die sie anbauen. Und für die Menschen, und das ist eigentlich das Herzstück dieses Gesetzes, die sagen, wir wollen nicht selber anbauen, weil Personen wie ich zum Beispiel ziehen auch ihre Tomaten nicht selber, sondern kaufen die auf dem Markt oder im Bioladen oder so. Und so geht es vielen Leuten auch, die Cannabis konsumieren möchten, sichereres Cannabis konsumieren möchten, aber nicht selber anbauen wollen, die können sich zusammenschließen in sogenannten Anbauvereinigungen, Cannabis-Clubs zum gemeinschaftlichen Anbau. Vorgesehen ist, bis zu 500 Personen können sich da zusammenschließen mit den Pflanzen, die sie dann eben gemeinschaftlich anbauen dürften. Das ist die sogenannte erste Säule. Was steht noch bevor? Die Volllegalisierung steht noch bevor, nämlich dass wir in lizenzierten Fachgeschäften mit Fachpersonen für Erwachsene ermöglichen, dass da Cannabis und Cannabisprodukte verkauft und gekauft werden, so wie das beispielsweise in Kanada seit vielen Jahren ganz erfolgreich läuft. Warum haben wir das nicht schon sofort gemacht? Sehr zu unserem und meinem Kummer gab es nachvollziehbare
Befürchtung, dass dieser zweite Schritt mit EU-Recht, oh, jetzt habe ich ein Rückkopplungsteil, mit EU-Recht nicht kompatibel sei, weshalb es schließlich das Bundesgesundheitsministerium für diesen umfassenden Schritt zurückgewichen, aus der Sorge heraus, dass uns sonst der ganze Paradigmenwechsel womöglich nicht gelingen könnte. Es ist vorgeschlagen jetzt, dass wir die zweite Säule mittels der zweiten Säule sogenannte Modellprojekte ermöglichen, wo dann genau in modellhaften Regionen dieser lizenzierte Verkauf in Fachgeschäften möglich wird. Was haben wir jetzt heute noch gemacht? Ihr erinnert euch, dass es spitz auf Knopf stand, ob dieses Cannabis-Gesetz, Eigenanbau, Entkriminalisierung und Cannabis-Clubs, Anbauvereinigungen, ob das überhaupt im Bundesrat passieren würde, weil es gab Länder, die gesagt haben, sie möchten es gerne in den Vermittlungsausschuss schieben. Es war ja kein zustimmungspflichtiges Gesetz, aber Vermittlungsausschuss kann der Bundesrat immer anrufen. Und es gab sehr ernstzunehmende Befürchtungen, weil ja auch CDU-Ministerpräsidenten getwittert hatten, der Vermittlungsausschuss soll dafür dienen, dass dieses Gesetz da versenkt wird und dann nie wieder rauskommt. Und dann gab es eben viele, viele, viele Gespräche mit den Ländern. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn es da im Vermittlungsausschuss gelandet und versenkt worden wäre. Und die relevante Anzahl von Ländern konnte dann dem Gesetz so ohne Vermittlungsausschuss zustimmen, weil eine Protokollerklärung seitens des Bundesgesundheitsministers erteilt wurde. Und in dieser Protokollerklärung sind noch mal ein paar Sachen klargestellt worden, nämlich, dass es mehr Gelder noch mal für Präventionsschulungen geben soll, dass noch mal klarer gestellt wird, wann, wie viele Anbauvereinigungen sich wo ansiedeln können und wie die Beschäftigten innerhalb der Anbauvereinigungen unter welchen Bedingungen die beschäftigt werden können und wer auch und für welche Zwecke eben niemand entgeltlich beschäftigt werden darf. Und darum geht es jetzt aktuell im Bundestag, und das haben wir heute angehört, den Gesetzesentwurf, wie diese Protokollerklärung jetzt auch gesetzt werden kann. Problem ist, und das macht mir Bauchschmerzen, dass wir sehr genau darauf achten müssen, dass man mittels dieser neuen Gesetzgebung nicht womöglich die Hürden zur Gründung von Anbauvereinigungen unnötig hoch macht, weil die Anbauvereinigung Stück dieses Gesetzes, damit erwachsene Konsumierende eben sicherer an Cannabis, welches klar deklariert ist, was klar frei von schädigenden Beimischungen ist, rankommen können. Wenn wir das zu restriktiv, zu bürokratisch machen für die Anbauvereinigung, droht natürlich, dass sich nicht ausreichend Anbauvereinigungen gründen. Und dann hätten wir die Chance, eben nicht den Schwarzmarkt substanziell runterzudrücken, weil das geht ja nur, wenn wir legale Alternativen schaffen. Das ist der Stand, auf dem wir jetzt sind. Zusätzlich ist für euch jetzt noch wichtig, dass innerhalb der ersten Säule der Gesetzgebung das Bundeslandwirtschaftsministerium, was ja bekanntlich von einem grünen Cem Özdemir geführt wird, aufgefordert wurde, eine Stelle einzurichten, wo wissenschaftliche Modellprojekte zum Anbau und auch Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften sich jetzt schon hinwenden und melden können. Das ist noch in der Abstimmung, wie genau das da funktionieren soll. Ich habe große Hoffnung darauf, was da im Landwirtschaftsministerium jetzt noch ermöglicht wird. Ich glaube, dass uns das nochmal einen richtig großen Schritt nach vorne bringt, und unser Landwirtschaftsminister ist da wirklich eine Bank und eine große Stütze. Grundsätzlich seht ihr mich sehr zufrieden, dass wir den Paradigmenwechsel hingekriegt haben. Ich hoffe, wir kriegen auch noch die lizenzierten Fachgeschäfte zumindest als Modellprojekte hin. Und dann, ganz, ganz, ganz wichtig, irgendwann sollten sich auch Gesetze in Europa so der Realität anpassen. Passt ja, nächste Woche ist Europawahl, dass es keine Sorge mehr geben muss, dass bei einer Volllegalisierung uns womöglich EU-Recht dazwischengrätscht. Das wäre dann der dritte Schritt, die komplette Legalisierung nach kanadischem Vorbild hier in Deutschland. Das wäre
substanziell größerer Schritt nochmal für Gesundheit und Jugendschutz. Aber jetzt sind wir auch schon deutlich weiter, als wir uns vor vielen Jahren hätten träumen lassen. Und jetzt kommt es darauf an, wie es in den Ländern umgesetzt wird. Darüber werden wir jetzt miteinander sprechen. Ich danke euch fürs Zuhören und bleibt natürlich sehr gerne jetzt mit hier dabei für etwaige Fragen zu hören, was ihr noch für Inputs macht. Und danke euch für euer Engagement. Ja, ganz herzlichen Dank, Kirsten, für die Einführung und auch diesen ganzen Prozess, der wirklich ja mit vielen Steinen, glaube ich, auf dem Weg war, uns dann nochmal ausgeführt hast. Du hast ganz recht, jetzt liegt es an uns, es auch in Sachsen-Anhalt auch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es, glaube ich, auch richtig umgesetzt wird und gut umgesetzt wird. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch zwei Landtagsabgeordnete hier sitzen haben. Und ich beginne mit Suse, mit Susanne Schibora-Seidlitz. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion und ich bin das einfach die jugendpolitische Sprecherin der Fraktion. Deswegen ja, interessiert mich vor allem diese Sichtweise. Du bist ja auch im Gesundheitsausschuss des Landtages und du hast eben schon angedeutet, ihr habt da schon drüber gesprochen. Und du bist ja auch Krankenpflegerin. Und auch dieser Aspekt Cannabis ist ja für verschiedene Dinge, wird konsumiert aus verschiedenen Gründen, aber es hat ja auch eine lindernde und eine heilende Wirkung, sag ich jetzt mal. Und da würde mich natürlich auch die Sicht interessieren, aber genauso natürlich Prävention, aber das wäre natürlich auch verschiedene Weise damit besprechen. Also Susanne, an dich die Frage, was sollte Sachsen-Anhalt jetzt tun, um eben den Blick auf die Prävention, den Blick auf Jugendschutz, aber auch vor allem dann die Gesundheitsaspekte da, das wirklich in die Wege geleitet zu bekommen in diesem Land. Vielen Dank für die Frage. Und das war ein Zitat. Tatsächlich hätte Sachsen-Anhalt schon sehr lange was tun sollen. Und das haben wir als Grüne schon vor, ein halbes Jahr ist das ja im Antrag, genau, vor einem halben Jahr im Landtag beantragt. Ich habe gemeinsam einen Antrag gestellt, dass Sachsen-Anhalt mit Blick auf das anstehende neue Gesetz auf den Weg macht und auf ganz vielen Ebenen. Und wir werden das heute in der Diskussion auch alles ausdeklinieren, welche Ebenen das sind, wo Dinge passieren müssen, sich vorbereitet darauf, dass dieses Gesetz kommen wird und dass dieses Gesetz in Kraft tritt. Da ging es um die Frage Vorbereitung auf Social Clubs, da ging es auch um die Frage Vorbereitung bei der Justiz, denn auch da stellen sich Fragen. Da wird Sebastian sicherlich gleich zur Ausbildung Vorbereitung bei der Polizei, aber eben auch Vorbereitung bei der Frage Prävention und Jugendschutz. Dieser Antrag, den im Landtag gestellt wurde, liegt immer noch im Sozialausschuss, weil die Koalition nicht bereit war, den zu diskutieren, bevor das Gesetz da ist. Jetzt erzählen sie uns, die Bundesregierung macht Gesetze und wirft die den Ländern vor und die Länder sind gar nicht darauf vorbereitet. Das ist ein bisschen lustig. Aber ich will nochmal auf deine Frage zum Thema medizinischen Cannabis an dieser Stelle kurz zurückkommen und nur sehr kurz sagen, da ändert sich ja im Moment gar nichts beim Thema medizinisches, also Cannabis in der medizinische Nutzung sind wir ja schon relativ weit. Möglicherweise ändert sich in der Praxis ein bisschen was, weil was wir heute erleben, ist, dass Ärztinnen und Ärzte noch sehr häufig Cannabisprodukte nicht verschreiben, obwohl sie hochpotent sind, gerade bei Schmerzpatienten sehr gut helfen, bei onkologischen Patienten, aber eben auch nicht nur dort, auch bei chronischen Erkrankungen sind das eigentlich wirklich sehr, sehr gute Medikamente. Die funktioniert sehr gut, kann ich aus meiner praktischen Erfahrung sagen, als gesundheitliche Krankenpflegerin, aber die werden eben noch nicht so häufig verschrieben. Und das hat sicherlich auch mit dem Status von Cannabis als auf der anderen Seite bisher illegale Drogen zu tun. Möglicherweise ändert sich das an dieser Stelle ein bisschen, wenn sich die Debatten verändern. Und wir werden sicherlich auch erleben, dass viel mehr Menschen, die von Cannabis als Gesundheitshilfe profitieren, sich selber therapieren. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo man dann auch nochmal sehr genau hingucken muss. Und im Bereich der Beratung, wir haben jetzt zum Glück auch an der Stelle einen Fachmann an Bord, im Bereich der Beratung, im Bereich der Prävention auch dafür sorgen, dass diejenigen, die aus medizinischen Gründen Cannabis konsumieren, das abgewogen tun, das richtig dosiert tun das dann im Zweifel auch mit einer Verordnung und auf Kosten der Krankenkasse tun, die wir nicht selber bezahlen müssen. Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, medizinische Nutzung
oder Nutzung als Genussmittel. Ich glaube, das sind im Grunde zwei verschiedene Debatten bisher immer gewesen. Die muss man jetzt kurz zusammenführen. Denn selbstverständlich, und das ist an der Stelle mein letzter Satz, kann auch jemand, der medizinisch davon profitiert, auch vom Genussmittel-Cannabis profitieren. Und dann muss man das klug zusammenbinden. Und dafür braucht es eben Ärztinnen und Ärzte, die nicht diese Schranke, das ist illegal, vor Augen haben, sondern auch an dieser Stelle klug beraten. Das alles ist jetzt möglich. Und darüber bin ich an der Stelle als jemand aus dem Gesundheitsfeld sehr froh. Vielen Dank, Suse. Jetzt würde ich nochmal, weil wir haben eigentlich auch die Grüne Jugend eingeladen, die hat aber leider abgesagt, nochmal zum Thema Jugendschutz auch kommen. Weil das hat ja auch Fürsten sehr nach vorne gestellt, das ist ja wirklich ein großes Anliegen für uns, dass der auch gestärkt wird, eben durch das Cannabis-Gesetz. Vielleicht kannst du da noch kurz ausführen, inwiefern das passiert oder was noch passieren müsste, damit es noch besser wird und das auch Sachsen-Anhalt tut oder nicht tut, jetzt oder nahezu. Okay, also beim Thema Jugendschutz, da muss man an der Stelle sagen, dass es jetzt überhaupt erst die Möglichkeit gibt, bei Cannabis tatsächlich effektiv Jugendschutz, genau Jugendschutz zu betreiben, weil ein Schwarzmarkt lässt sich nicht mit Gesetzen kontrollieren. Wenn man den Schwarzmarkt weitgehend austrocknet, wenn der Bezug von Cannabis weitgehend auf legalen Märkten passiert, und da haben wir noch einen Weg vor uns, das gehört auch zur Wahrheit. Im Moment ist es ja so, dass die meisten Konsumenten eben nicht auf Social Clubs oder Eigenhandel zurückkommen können. Das heißt, wir haben dann so ein Hybrid zwischen, man darf es konsumieren, aber eigentlich nicht kaufen. So, also das ist ein bisschen, und es gibt im Moment noch keinen legalen Markt. Wenn es einen legalen Markt gibt, wenn der kontrolliert wird, dann kann man natürlich mit Jugendschutzgesetzen, die effektiv durchgesetzt werden, genau wie beim Alkohol, genau wie beim Tabak, Jugendschutz betreiben. Aber genau wie beim Alkohol und genau wie beim Tabak darf man an der Stelle nicht blauäugig sein, sondern das ist eben eine Frage von erstens Durchsetzung von Gesetzen, aber auch zweitens von kluger Prävention. Und auch die kann besser sein, als sie bisher war, wenn die nicht mehr das einzige Präventionsgespräch in Schule ist. Also Rauchen und Alkohol darfst du erst ab 16 und außerdem ist es doof. Und die anderen wurden alle illegal. Punkt. Also wenn man ehrlicher und offener auch über den Genuss von Cannabis sprechen kann, dann eröffnet es natürlich auch den Weg, an der Stelle sehr viel effektiver Jugendschutz zu bestreiten. Also wenn die Lehrerin mir erzählt, über Cannabis, das ist illegal, darfst du nicht. Und die Kumpels, die das schon mal konsumiert haben, sagen, das ist eigentlich total geil. Na, an wem glaube ich dann? Wenn aber ein Präventionsangebot kommt, was sagt, das ist ein Genussmittel, du wirst damit Kontakt haben, das wird dir vielleicht auch Spaß machen, es ist aber eben ähnlich wie Alkohol etwas, was eben für Jugendliche in einem bestimmten Alter noch nicht so richtig gut ist, wo man auch bewusst mit umgehen muss, dann ist es eine sehr viel ehrlichere Debatte, die sehr viel näher an der Lebensmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen ist. Und ich glaube, das wird eine sehr viel effektivere Jugendschutz an der Stelle. Also einerseits Gesetze, andererseits ehrliche Prävention. Vielen Dank, Suse. Jetzt habe ich gesehen, im Chat wurde gerade sogar aufgemacht, dass Kirsten das nochmal sekundieren möchte, wenn ich das wirklich verstanden habe. Ich habe wahrscheinlich das Thema Jugendschutz. Kirsten, du hast nochmal das Wort. Ja, ich möchte das so ausdrücklich unterstreichen, was Susanne gerade gesagt hat. Das ist genau der Kern, das sagen uns auch die kanadischen Gesundheitsexpertinnen, die Suchthilfemenschen in Kanada, dass dadurch, dass jetzt erstmals nach der Kriminalisierung ein ehrliches Gespräch auch mit Jugendlichen über Cannabis stattfinden kann, dass das signifikant zum Jugendschutz beiträgt. Auch beispielsweise, wie das Gespräch in den Familien läuft. Solange das alles kriminalisiert und tabuisiert war, konnte man eben gar nicht gut ehrlich sprechen, weder in den Jugendhilfeeinrichtungen noch in den Familien noch in den Schulen. Also es ist exakt so, wie das gerade ausgeführt wurde. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass ja von konservativer Seite jetzt immer so der Teufel an die Wand gemalt wird, jetzt würden ganz, ganz viel mehr Leute in die Suchthilfeeinrichtung kommen, weil so viel mehr Leute jetzt eben in Krisen geraten würden wegen Cannabiskonsum. Und das stimmt nur partiell. Wir gehen nicht davon aus, dass es mehr oder signifikant mehr Konsum geben wird, schon gar nicht bei Kindern und Jugendlichen. Es kann aber gut passieren, dass sich jetzt Menschen, die merken, sie kommen mit dem Konsum nicht gut zurecht, die noch konsumiert hatten unter Prohibitions- und Schwarzmarktbedingungen, dass die sich jetzt erstmals trauen, sich auch an Suchthilfeeinrichtungen zu wenden. Und das wäre ja ein positiver Effekt,
dass nicht die Kriminalisierung Menschen davon abhält, sich Hilfe zu holen, wenn sie selber spüren, dass sie Hilfe brauchen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass die Anfragen etwas steigen, aber nicht etwa, weil die Problemlagen steigen, sondern auch da, weil auch erstmals ehrliche Zugänge auch für die Menschen sein können, die merken, sie kommen nicht zurecht und die sich dann trauen, sich Hilfe zu holen. Das heißt natürlich, dass man die Suchthilfeeinrichtungen künftig tatsächlich besser ausstatten muss, als es bisher der Fall war. Schon vorher haben wir nicht genügend Anlaufstellen gehabt und jetzt wird sich das nochmal zeigen, dass vielleicht sich mehr Menschen an Suchthilfestellen wenden. Die hatten aber vorher schon die Probleme und endlich trauen sie sich, Hilfe zu holen. Und das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank, Kirsten. Jetzt haben wir schon viel zu Prävention und Suchtberatung gehört. Und ich habe richtig gesehen, der Jeschke hat richtig gezuckt und möchte jetzt auch unbedingt sprechen. Ich stelle noch mal ganz kurz vor. Peter Jeschke ist Neurologe, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist richtig, genau, Gründer von der Ostdeutschen Arbeitsgemeinschaft Suchtmedizin, später Qualitätszirkel Suchtmedizin und Mitbegründer des Netzwerks gegen Drogen in Halle. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Sichtweise auf das ganze Thema Cannabis-Gesetz und natürlich auch Legalisierung bzw. Teillegalisierung. Ja, guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, ich voll mit einigen Konsumenten dabei werden. Von der Seite der Realität vielleicht auch über das Problem sprechen können. Denn die Realität ist es eigentlich, die mich in die Suchtmedizin gebracht hat. Und die Realität der Suchtkranken, die Ärzte kennenlernen, können sie nur dann kennenlernen, wenn sie Sucht nicht ablehnen und Sucht begreifen als etwas, was man behandeln muss. Also manchmal ist es so, dass man gerade Suchtärzte da in die Richtung, da gibt es, man meint, das werden Freunde der Sucht. Nee, bin ich nicht. Ich bin über Silber in Halle tätig, also in der Problemzone unserer Stadt und bin da schon sehr lange als Psychiater, als Neurologe, als Suchtmediziner und auch als Schmerztherapeut. Und ich habe diese Historie der Cannabis-Entwicklung auf der einen Seite immer mit der Realität gemeinsam erlebt, die in meiner Praxis war. Ja. Und ich muss sagen, also diese jetzige Gesetzgebung, die ist für mich ein Wunder, weil sie also eine Rolle rückwärts auch ist. Von der Entwicklung her, 2016 hatte sich die damalige Bundesdrogenbeauftragte Frau Nordwort genötigt gesehen unter dem Druck einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, das entschieden hatte, dass Cannabis freizugeben ist für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben und das auch deshalb selber anbauen können. Und die CSU hat das sich also dann quasi zum Vorreiter gemacht, eines Anbaus, um einen Anbau zu verhindern, hatte man also dann dieses Medizinal-Cannabis-Gesetz schon unterstützt, mit dem Ziel eben, dass das nicht in die Hände der Konsumenten kommt. Ja? Und jetzt am Ende haben wir ein Gesetz, dass die Cannabis-Anbau in die Hände der Konsumenten und auch zum hedonistischen Gebrauch legt. Das ist schon ein Wunder, das ich übrigens begrüße, weil ich meine als Suchttherapeut, dass Menschen eine Rauschkultur haben, eine Rauschhygiene erlernen müssen und dass das nur geht, wenn man also auch nicht kommerziell missbraucht werden kann. Das ist also seit dem Mittelalter ist es ein Schritt in eine Richtung, die wir gar nicht mehr kennen. Früher hat jedes Haus eine Brauerei gehabt, hat das eigene Bier gemacht und die Kinder haben das getrunken, damit sie nicht das dreckige Brunnenwasser trinken müssen. Und heute ist es nun wieder so, dass also quasi auch Menschen Cannabis anbauen können. Und ich bin gespannt, wie das in dieser Nation der Schrebergärtner und Balkonpflanzen an Hüter, wie sich das ausprägen wird. Ich habe schon gehört von meinen Nachbarn, dass die also bei so einer schönen Pflanze das anbauen werden. Und der Samen, der verteilt sich jetzt unter die Bevölkerung. Und das finde ich nicht so gut, dass die überhaupt keine Kenntnisse haben, welche Art von Samen sie kaufen sollten, wie sie es anbauen sollten, welche Gefahren es gibt.
Das ist mein Problem damit. Ich freue mich, dass, es also, dass wir eine Rauschkultur und eine Anbaukultur entwickeln können, wenn wir dieses Gesetz nicht sagen, auf den Grund setzen. Das darf nicht passieren und es darf auch in der politischen Praxis vor Ort nicht passieren. Durch ordnungsrechtliche Bedenken, durch unausgewogene institutionelle Eingriffe, die jetzt im Moment, meine Damen und Herren, wir haben es jetzt also wirklich, es ist noch zwei Drittel der Zeit zu kommen, vom 1.4. bis zum 1.7. Und im Land Sachsen-Anhalt weiß noch keiner, welches Amt zum Beispiel beraten wird, welches überwachen wird, die Anbaukultur. Und es kursiert zurzeit Zahlen mit 20% THC, das ist war dem Gesetz gar nicht erlaubt. Also solche Dinge sind einfach unvorbereitet und ich wohne in einem Haus mit einer zuständigen Abteilungsleiterin des Landesverwaltungsamtes. Auch die weiß nicht. Die fragte man in der Landesregierung an, was passiert denn mit eigentlich? Sollen wir nicht? Wer macht das mit der Landwirtschaft oder ich? Und es ist tatsächlich eine Katastrophe eigentlich, dass die Länder, ich habe den Eindruck, gerade die der gleichen politischen Provenienz wie unser Land wären, dass die sagen, also das ist wirklich mal, ja, das habt ihr verzappt und sollt auch sehen, wie das verdauen wäre. Und das finde ich nicht gut. Es ist tatsächlich auch, es gibt Gefahren bei dem Cannabisanbau, das muss ich sagen als Arzt, das wird Kollegin Capodonta auch wissen, dass wir also ein großes Problem haben, wenn wir jetzt Cannabis per Joint zu rauchen freigeben, das steht im Gesetz auch drin, der Joint, ja, dass wir natürlich nie zum Beispiel versichern können, dass nicht zum Beispiel Schimmelpilze in diesen frisch geernteten Blüten da sind und Aspergillosen sind gefährliche Lungenkrankheiten. Da helfen Antibiotika ganz wenig. Und das wird also bei Medizinalcannabis gibt es da drei große Prüfinstanzen, also auch bei dir. Agrikultur wird überprüft, die Pflanzen werden überprüft, dann wird die Verteilung überprüft und dann wird natürlich auch die Herstellung in den Apotheken überprüft. Hier gibt es überhaupt keine Überprüfung und keine Anleitung. Also eine Gärtnernation macht sich da ran und stopft sich das Zeug in die Pfeife mit. Das alles kann nicht sein. Das ist also wirklich, das, wir versuchen auch Präventionsmaßnahmen in dieser Richtung aufzubauen. Als Ärzte zu beraten. Leider versuchen das nur sehr wenig Ärzte. Die Ärzte, wie geht es mit CDU-Landesregierung, die sind sehr bockig. Der Bundesärztekammer hat sich da auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, nein, das wollen wir nicht, das ist ganz schädlich. Und ich verstehe auch die Kollegen, die das gemacht haben. Also Herr Thomasius aus Hamburg ist Leiter einer Klinik, die suchtkranke Kinder behandelt. Bei denen kommen natürlich alle, die ein Dispositionsrisiko haben, als Kinder bei Cannabiskonsum bestimmte psychotische Ausstörungen zu bekommen, bestimmte Fehlentwicklungen zu bekommen, die kommen dort letztendlich an, die schweren Fälle. Ich kann verstehen, dass Herr Thomasius da eine widerspenstige Haltung hat. Aber das kann natürlich nicht die Gesamteinstellung der Ärzte sein. Es sind eigentlich relativ wenig Ärzte, die jetzt die aus Suchtmedizinern sich dafür frei sind und natürlich eine große Zahl von Schmerzmedizinern. Aber auch das finde ich einseitig, gerade in der Psychiatrie, Neurologie, gibt es gute Anwendungen. Und wir müssen sagen, da ist das Problem, dass das Medizinalcannabis durch das Gesetz zwar leichter zu verschreiben ist, aber weniger gut bezahlbar wird. Also die Krankenkassen, die medizinischen Dienste, die haben gerade eine Gegenbewegung gegen die Anwendung von Medizinalcannabis. Und es kann ja nicht sein, dass ein Gesetz eine Freigabe gibt für das hedonistische Gebrauch. Und insgesamt dann diejenigen, die es gerne in kleinen Dosierungen anwenden würden, gegen bestimmte Erkrankungen, es nicht anwenden dürfen. Das verbietet das nicht ganz ausdrücklich. Da gibt es doch viel Ungereimtes. Und ich glaube, also die Abstandsregelungen in Schulen und in Gaststätten, das ist alles Unsinn. Das wird sich regeln, das kann man vor Ort gut einstellen. Da braucht man keine gesamtdeutsche Lösung. Aber für diese Dinge, wie man Menschen damit vertraut macht, mit einem gesunden und vernünftigen Umgang mit Cannabis. Da ist eigentlich keine Zeit, dass ich mal jetzt schon beginne. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders, als ich es erwartet habe, aber ganz wichtige Dinge haben Sie auf jeden Fall angesprochen. Da kann man vielleicht auch später noch in der Fragerunde drauf eingehen. So ein bisschen die Konsumentinnen-Sicht haben Sie auch abgebildet. Jetzt will ich aber noch mal an Matthias Redlich auch das
wir das Mikrofon geben. Er ist nämlich, oder er ist auch hier für den Deutschen Hanfverband und speziell für den Orts, für die Ortsgruppe Magdeburg, die er gegründet hat, soweit ich weiß. Und wird uns vielleicht ein bisschen was näher zur Konsumentensicht, vielleicht auch zur Branchensicht sagen. Aber ab dem 1. April ist ja die Teillegalisierung gestartet. Ab 1. Juli dann gibt es dann auch Regelungen bezüglich der Anbauvereinigung der Social Clubs. Und du hast ja auch sehr früh schon einen Social Club gegründet in Magdeburg. Oder sag ich mal, das in die Wege geleitet. Das war so in der Presse, war das so eine riesen Headline. Vielleicht kannst du dazu noch mal sagen zu den Hürden, wie das so war oder wie das genau läuft und wie gut das vielleicht auch schon anläuft in Magdeburg und so. Ja, aus diese ganze Sicht noch mal näher bringen. Ich glaube, das würde auch immer bereichernd sein. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Matthias Redlich. Das ist mein erster Auftritt generell so in solcher Runde. Erstmal ein ganz persönliches Dank an Frau Dr. Kappert-Gonter für den Einsatz generell für das Gesetz. Wir haben natürlich auch in Magdeburg sehr viel mitgemacht und haben uns dafür auch hingestellt, sind auf die Straße gegangen, sind nach Berlin gefahren, waren auf vielen Veranstaltungen, haben den Beatbox natürlich super mitgefüttert und natürlich aber auch persönlichen Kontakt, sag ich mal, über Instagram konnte man mit ihnen auch mal die ganze Zeit schreiben, sind gute Antworten gegeben, auch mit dem Kollegen aus der SPD, hatte ich da auch mal sehr oft geschrieben. Dazu erstmal vielen Dank für die Mühen und für die viele, viele gute Arbeit, die Sie da geleistet haben. Dankeschön. Aus Sicht von Konsumenten, also aus meiner Sicht eines Konsumenten, das Gesetz an sich, ich finde, darauf haben wir auch lange gewartet, darauf haben wir lange hingearbeitet. Mittlerweile warten viele Menschen, die ich kenne, auch schon über 20 Jahre, dass solch ein Gesetz überhaupt in Kraft tritt. Mit der Menge, die wir jetzt haben, kann man durchaus sehr gut umgehen, finde ich. Also mehr als 25 Gramm brauche ich nicht auf der Straße mitführen, es sei denn, ich möchte halt ein bisschen mehr zu Hause besitzen, dann muss ich halt zweimal fahren, das ist dann halt so, komme ich wenigstens mal raus. ansonsten auch für den Eigenanbau zu Hause ist das eine gute Regelung. Es wird viele geben, die einfach die Pflanzen züchten, weil sie schön aussieht, ob sie davon halt eine Ahnung haben oder nicht. Die würden sie ja nicht konsumieren, wenn sie die einfach nur schön finden. Ich konsumiere meine Orchideezauber also auch nicht. Dementsprechend finde ich den Eigenanbau sehr gut gelungen. Das ist sehr wichtig. Da könnte man vielleicht noch in den genauen Definierungen gehen, was zum Beispiel wie groß, also was trocken ist, was ist nachher wirklich die weibliche Pflanze, die blüht, wie viel Züchtungen darf ich davor machen, man möchte sich ja vielleicht auch was aussuchen. Das wäre vielleicht noch mal ganz gut zu erläutern, später auch in der Fragerunde. Das würde mich persönlich noch mal ganz interessieren. Aus Sicht von Konsumenten finde ich es auch gut, dass man sich jetzt quasi trotzdem selber versorgen kann, aber wir das noch auf dem Schwarzmarkt holen müssen. Da würde ich irgendwann auch noch mal sagen, dass die Säule 2 auf jeden Fall zügig in Kraft treten sollte. Ich selber war auch schon mal in einem Modellprojekt drin in der Schweiz. Das durften wir besuchen damals. Das Grashausprojekt. Da dürfen 5000 Probanden sich legal Cannabis besorgen. Du machst einen richtigen Einstellungstest. Du wirst untersucht vorher, psychisch, auch körperlich. Dann hat einen Test mit dir gemacht wegen THC. Der muss in dem Fall positiv sein. Sonst darfst du bei dem Projekt zum Beispiel gar nicht mitmachen. Aber an sich, die Leute, die dahinter stehen, haben sehr viel Ahnung, sehr viel Fachwissen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sie meinen, dass man einfach mehr vermitteln sollte. Jetzt ist der Punkt da, dass wir den Menschen einfach auch zeigen können, wie sie mit Cannabis richtig umgehen soll. Es gibt genug Menschen, die sagen, ist mir egal, Hauptsache es knallt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, dazu gehöre auch ich, die einfach den Genuss von Cannabis in verschiedensten Formen konsumieren. Also nicht nur durch eine Tüte, weil es halt traditionell ist und man sich abends als Ritual hinsetzt und eine Tüte dreht, sondern es gibt verschiedenste Möglichkeiten, eben auch gesünder zu konsumieren und vor allem auch wissentlich zu konsumieren, wie viel man überhaupt aufnehmen kann. Für Leute, die zum Beispiel in Form von Lebensmitteln Cannabis konsumieren, denen kannst du sagen, das hat 20 Milligramm und der sagt dir, okay, ist das jetzt viel? Meiner Meinung nach ist das natürlich
eine sehr hohe Dosis schon, die man dann zu sich nimmt. Also gerade für Menschen, die nicht viel konsumieren, sind 20 Milligramm durchaus schon, wo man irgendwann sagt, okay, das ist schon dolle gewesen. Bei Dauerkonsumenten wären 20 Milligramm eine gute Dosis, um einen schönen Abend zu haben. Da musste man auch viel Aufklärung betreiben, wie überhaupt Sachen richtig funktionieren. Was sind meine Grenzen? Wie kann sich das Cannabis überhaupt abbauen? Viele wissen ja auch gar nicht, wie sich es abbaut und welche Grenzwerte am Ende überhaupt gelten. Das, was wir bis jetzt noch haben, diese 1 Nanogramm-Grenze, ist natürlich für alle Autofahrer, egal ob man Dauerkonsument ist oder auf Gelegenheit oder ab und zu mal nur konsumiert, sehr, sehr fraglich, weil das einfach eine Nulltoleranz in meinen Augen ist. 3,5, finde ich, ist ein sehr angenehmer Satz. Dementsprechend, auch wenn es nicht viel klingt, sind 2,5 Nanogramm im Blut deutlich besser, also mehr zu haben, anstatt wenn man immer unter 1 muss. Weil unter 1 kommt man sehr, 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 es dauert ewig, wenn man da ist. Aber mit 3,5 kann man sich auch nach, sag ich mal, gut 48 Stunden an ein Fahrzeug setzen, wenn man dann nicht mehr konsumiert hat. Man ist unter 3,5. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, das ist so mein Blick der Konsumenten aus Konsumentensicht. Dass wir daran arbeiten müssen, ist, glaube ich, jedem bewusst. Mein persönliches Ziel wäre vielleicht auch noch wirklich Seminare für die Öffentlichkeit, für öffentlichen, also wo man sagen kann, wir sagen den Menschen überhaupt erstmal, wie man richtig konsumiert oder worauf muss ich achten beim Konsum, weil nicht jedes Cannabis ist gleich, nicht jede Sorte ist gleich, jede Sorte hat unterschiedliche THC-Werte. Aber wie finde ich die heraus? Und da müssten wir auch nachsteuern in Deutschland, was zum Beispiel die Menschen, die zu Hause anbauen, wollen ja auch gerne wissen, was sie da angebaut haben. Oder Drug-Checking heißt das Ganze. Das sollten wir vielleicht auch viel mehr fördern. Momentan gibt es Drug-Checking, aber ohne Cannabis. Es gibt es nur für chemische Drogen, soweit ich weiß, in Berlin. Ich darf gerne korrigiert werden, wenn das falsch ist. Ich finde auch, wir sollten Cannabis einfach in der Thematik viel besser kontrollieren lassen können. So, weil ich weiß, wenn ich mir ein Bier kaufe, da steht 4,9% drauf, dann weiß ich, da sind 4,9% drin. Wenn ich aber, egal wie, Cannabis konsumiere, selbst nachher später in einem Shop, kann eine Abweichung von vielleicht 5-10% sogar an einer selben Pflanze sein, weil die Genetik anders ist, weil der Anbaumethode gewechselt wurde, weil das die Erde anders ist. Das hat so viele Faktoren, die einfach mit reinspielen, die man einfach testen lassen sollte und auch müsste, weil so weiß jeder, was er auch konsumiert und haut sich nicht einfach abends eine Tüte hin mit 30%. Dann habe ich nämlich wirklich viel konsumiert bei 30% in Cannabis. Das Ganze nochmal zur CSC-Sache oder branchenmäßig kann ich zum Beispiel auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich finde zum Beispiel, das Gesetz ist sehr schön, dass wir die Samen natürlich aus der EU bestellen dürfen. Meine Frage ist natürlich auch, die ich gerne nochmal stellen würde, warum wir die Samen zum Beispiel nicht auch innerhalb Deutschlands verkaufen dürfen, wie zum Beispiel momentan machen es sehr viele in Spätshops und sowas, einfach dahinter die Leute auch schulen und zu sagen, okay, passt auf, wenn ihr die und die Sorte habt, könnt ihr das und das Level rauskommen, so ein richtiges Menü, wo alles draufsteht, was der Kunde im Endeffekt wissen muss. So, einfach nicht einfach irgendwas anzubauen, sondern die Sorte mit der und der Prozentzahl, das kann das erreichen, so und so viel Ertrag würde sie bringen. Dementsprechend kann man auch vorgucken und sagen, okay, wenn diese Pflanze in nur jetzt 50 Gramm bringt oder 100, draußen 200, müssen wir überlegen, ob ich sie anbaue. Ja, es gibt halt kleine Mini-Pflanzen, klar. Umso größer, desto mehr Ertrag, desto kleiner, desto weniger Ertrag, wie bei jeder Pflanze. Genau. Das ist noch so ein Punkt. Und zu den CSCs, ich habe ein Cannabis Social Club schon relativ früh, ich sage es mal, auch versucht zu gründen. Wir sind natürlich alle möglichen Schritte eingegangen, wir haben uns zusammengesetzt, wir waren genug Mitglieder. Wir haben das relativ früh in die Wege geleitet, noch vor dem 1.4., sogar noch vor dem 1.12., was damals noch in Debatte stand. Die Hürden sind sehr schwer gewesen. In Sachsen-Anhalt wurden wir dadurch nicht akzeptiert, weil es halt in der Satzung ein paar Sachen gab und auch die Gesetzgebung dem nicht nachgehen konnte. Darum wurde unser Cannabis Social Club damals abgelehnt. Ich unterhalte mich aber gerade auch mit Leuten, die den Cannabis Social Club betreiben, auch in verschiedensten Prozessen schon sind. Und ich kenne bis jetzt einen einzigen in Sachsen-Anhalt. Das sind die Jungs aus Bernburg. Die haben da alles schon erreicht und sind auch eingetragener Verein. Aber wie auch schon vorhin gesagt,
wo soll man jetzt hingehen, was macht man jetzt, welche Wege leiten wir als nächstes ein, wo ist der perfekte Ort, wo wir dürfen wir anbauen für die Mitglieder, wie viel dürfen wir vielleicht auch vorproduzieren, sowas könnte man zum Beispiel bei den Mitgliedern, die jetzt reingehen ab 1.7., können ihr erstes Cannabis, wenn es gut läuft, vielleicht am 1.1.2025 konsumieren. Und das ist halt so eine Hürde. Warum könnte man zum Beispiel, mein Vorschlag wäre auch, dass man vorher vielleicht mit medizinischen Cannabis-Herstellern zusammenarbeitet und sagt, das, was der Club benötigt, kann man eventuell als Club von einem medizinischen Cannabis-Hersteller abkaufen. Dementsprechend hat man schon kontrollierte Ware, die sauber ist, die nicht auf dem Schwarzmarkt kommt. Und dementsprechend das Potenzial für die Hersteller ist da. Die fahren gerade auf Minimum. Also wir produzieren 2 Tonnen. Das hört sich viel an, ist es aber nicht. Und die könnten durchaus 10 oder 20 Tonnen produzieren im Jahr. Dadurch ziehen wir momentan 90% aus dem Ausland, was medizinisches Cannabis ist, und 10% dann in Deutschland. Das würde mich mehr freuen, wenn wir auch hier in Deutschland diese Produktion einfach mehr nach vorne treiben, gerade jetzt mit der Gesetzgebung, die kommt. Ja, das war erstmal was zu mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias. Das war schon mal sehr spannend. Und wir haben ja sogar medizinisches Cannabis aus Sachsen-Anhalt-Europa, glaube ich, ne? Ja. Also da können wir sogar lokal quasi produzieren. Und da machen wir schon, können wir noch mehr. Das ist schon sehr spannend. Wir haben jetzt auch viel schon darüber geredet, wie das rechtlich alles umgesetzt werden soll, wie die Behörden das kontrollieren sollen. Qualitätsmanagement haben wir gesagt, aber wir haben auch von der Justiz gesprochen und gehört. Deswegen wollte ich jetzt das Wort Sebastian Striegel, der andere Landtagsabgeordnete heute hier, Sprecher unter anderem für Demokratie, Innen und Recht. Und ich habe nochmal heute in die Presse geguckt, DBA Folgestimme titelte mit Cannabis, Justiz vor Stresstest. Wegen der Teillegalisierung müsste die Landesjustiz tausende Verfahren und Strafen neu prüfen. Ist das eigentlich so und ist das eigentlich Gerechtigkeit? Aber auch, ich kann auch ganz viele andere Anekdoten erzählen. Auch bei uns in Magdeburg, als wir die Modellregion werden wollten, hat die Oberbürgermeisterin gesagt, ja, unser Ordnungsamt muss dann alles kontrollieren und das und wie sollen wir das alles schaffen? Also ich glaube, da sind noch sehr viele Fragezeichen im Bereich auch Recht und was das Cannabis-Gesetz angeht, auch gerade fürs Land Sachsen-Anhalt. Sebastian, wie sieht es aus? Was muss passieren? Ja, vielen herzlichen Dank. Und deine Frage, die am Anfang war, sind auch Konsumenten und KonsumentInnen anwesend? Ja, das gibt es auch unter Abgeordneten. Aber die Frage war ja sozusagen, wie gestaltet sich das jetzt rechtlich, aber im tatsächlichen Sinne aus? Und da will ich nochmal den Blick zurückwagen. Also die bisherige Drogenpolitik in unserer Gesellschaft fand ja nicht nur auf dem Rücken von KonsumentInnen statt, sondern auch auf dem Rücken von Sicherheitsbehörden und von der Justiz. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und die ist auch da, auch in diesem Bereich gescheitert. Insofern, der Paradigmenwechsel ist an der Stelle richtig. Er ist mit der Cannabispolitik ein Anfang. Aus meiner Sicht müssen wir ihn im Sinne auch dessen, was Sie gesagt haben, Herr Reschke, letztlich konsequent weiterdenken mit Blick auf alle Drogen. Wir brauchen einen reflektierteren Umgang als Gesellschaft mit allen unterschiedlichen Arten von Drogen. Und ich will da zunächst mal dafür werben, dass wir mit den anderen Drogen, an die wir uns als Gesellschaft viel, viel stärker offensichtlich gewöhnt haben, deutlich restriktiver umgehen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der für Drogen gar nicht mehr geworben wird. Also ich kann nicht verstehen, warum wir für Alkohol und Zigaretten weiterhin werben. Und werbe ausdrücklich auch dafür, nicht für Cannabis zu werben. Menschen konsumieren das, wollen das auch konsumieren, aber ich muss dafür nicht sozusagen noch Bedarf und Bedürfnisse schaffen, sondern mein Eindruck ist, wir müssen feststellen, Drogen spielen in Gesellschaften eine Rolle. Es gibt sowas wie, wie haben Sie es genannt, eine Rauschkultur. Und wir sollten mehr Kraft und Zeit investieren, diese Rauschkultur zu reflektieren, für uns zu gucken, wie können wir sie weiterentwickeln, wie können wir positiv mit ihr umgehen, aber nicht darüber zu versuchen, Leute, das ist total toll, sich in Rausch zu versetzen, sondern zu sagen, das gibt's. Und wie könnten die Bedingungen dafür sein, dass es möglichst viele oder dass es die Menschen, die das tun wollen, sich dabei nicht selbst schädigen. Deswegen auch ganz klar der Hinweis auch aus einer rechtlichen Perspektive, wir müssen die rechtlichen Möglichkeiten auch für Prävention und Jugendschutz stärken. Das ist jetzt leichter oder kann leichter werden mit den neuen Bedingungen. Und ich werbe ausdrücklich dafür, gerade auch Polizei, Polizistinnen und Polizisten als Partner in der Auseinandersetzung um eine
gute, eine bessere Drogenpolitik zu gewinnen. Die sind da immer schon relativ weit vorne in der Auseinandersetzung gewesen, mussten in der Auseinandersetzung sein. Die Art und Weise, wie sie das tun mussten, ist, glaube ich, auch für viele Beamtinnen und Beamte total frustrierend. Also Kleinstmengen Cannabis beispielsweise sicherzustellen, Verfolgung, Legalitätsprinzip einzuleiten und im nächsten Schritt zu merken, ist eh alles für die Tonne und der Prävention ist auch nicht gedient. Ich glaube, das kann man besser machen und insofern immer wieder auch aus der Politik heraus Ansätze zu schaffen, zu sagen, lasst uns bitte auch gegenüber Polizei nicht in den Kulturkampf gehen, sondern die Frage, wie kann es denn besser gelingen? Ist Polizei in Sachsen-Anhalt darauf vorbereitet? Mein Eindruck ist genauso wenig wie das Landesverwaltungsamt an vielen Stellen. Wir haben also jetzt Feinwagen angeschafft für die Streifenwagen. Schön, toll. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr als eine Feinwaage auf der Ausstattung, die auf dem Streifenwagen mitfährt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch Beamte und Beamte besser im Umgang mit diesen Drogen schulen an der Stelle auch mit in diese Auseinandersetzung reinnehmen. Selbiges gilt im Übrigen für die Justiz. Wir hatten, Kollegin Cibora Seifels hat es schon angesagt, ja, schon frühzeitig dafür geworben, da einen besseren Umgang zu finden. Das ist erstmal nicht passiert. Kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes gab es dann eine Erlasslage der Generalstaatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaften, zumindest bestimmte Verfahren schon mal mit einem entsprechenden statistischen Kenner zu versehen, damit man sie leichter raussuchen kann. Stand heute, die DPA hat es berichtet, sind in Sachsen Anhalt 5000 plus Verfahren angefasst worden und dann wird von Überlastung von Justiz gesprochen. Mein Eindruck ist, das ist nur der Hinweis darauf, dass wir zukünftig eine Entlastung haben könnten, wenn wir das gut machen, weil diese Verfahren fallen zukünftig dann nicht mehr an, wenn es gut organisiert ist. Aber, das will ich auch sagen, wenn wir die Regeln so kompliziert machen, wie sie derzeit noch sind, sorgen wir natürlich dafür, dass ein Teil der Konsumentinnen und Konsumenten in der Lage ist, mit diesem komplizierten Regelwerk umzugehen. Also als Abgeordneter kann ich mich da einlesen, werde das schaffen und kann vermutlich auch relativ gesetzestreu dann damit umgehen. Es dürfte auch andere geben. Aber mein Eindruck ist, dass man eine Klientel, mit der wir es zum Beispiel zu tun haben, in dem Viertel, wo Sie unterwegs sind, damit nicht erreichen. Die sind dann weiterhin Verfolgungsdruck, auch durch Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt. Die kann ich mir jederzeit angeln. Wenn ich einen Verstoß nachweisen will, ist das eine Frage von Kontrolldichte. Das wird jedem Polizisten klar sein. Ich muss nur sagen, hier, da gehe ich rein. Und dann kann ich eine Verfolgung gegen bestimmte Segmente von Gesellschaft auch stärker machen. Das will ich nicht. Ich will, dass jeder, egal welchen Bildungshorizont er hat, welches Einkommen er hat, gefahrlos Mengen an Cannabis konsumieren kann, die ihn nicht schädigen. Das will ich sozusagen, das ist der Impetus. Und an der Stelle, finde ich, müssen wir wirklich auch gucken, wie können wir die Gesetze gut anwendbar machen. Für die KonsumentInnen selbst, aber auch für Polizei und für die Justiz. Und deswegen sage ich sehr deutlich, meine Forderungen wären auch mit Blick auf zukünftige Schritte und Standbeine, zweite, dritte Säule, wir müssen zu einer Professionalisierung kommen. Wir müssen die Regeln auch vereinfachen im nächsten Schritt. Ich meine, manches ist aus Befürchtungen und Gefahrenerwartungen jetzt in das Gesetz gekommen, wo ich sage, ist jedenfalls nicht meine Erfahrung im Umgang mit Cannabis, dass da an der Stelle Vorsorge getroffen werden müsste. Wir brauchen, glaube ich, eine konsequente Digitalisierung in dem Bereich von Anfang an. Das gilt insbesondere auch für das Qualitätsmanagement. Das, was bei medizinischem Cannabis funktioniert, kann auch bei Cannabis für den hedonistischen Gebrauch funktionieren, also Richtung Track and Trace zu gehen. Und natürlich macht es Sinn, das sage ich als Wahlkreisabgeordneter für Leuna, wo ja Aurora auch beheimatet ist. Ich habe durchaus auch ein Interesse daran, dass die Industrie in meinem Bereich floriert, auch in diesem Segment. Und da ist die Expertise vorhanden. Ich konnte mich da selbst auch schon von überzeugen. Das setzt dann aber tatsächlich eine echte Markensäule sozusagen voraus. Und die haben wir ja derzeit noch. Ich kurz ergänzen zu dem Konsumfortbildung. Ich will kurz was ergänzen zu dem Thema Regeln, weil das ist ja tatsächlich das, was jetzt beschlossen wurde. Das haben Sie auch schon angesprochen, die Frage von Abstandsregeln zu Abstandsregelungen zu Kitas, zu Schulen und so weiter und so fort.
und dem, was da auch an Potenzial für einen Länderregen und Nussweg, das treibt ja absurde Blüten. Wenn wir nach Bayern gucken, wo Herr Söder jetzt verkündet hat, dass für das größte Drogenvolksfest der Welt es aber ein Hubertsverbot gibt. Das ist völlig absurd. Also die machen Werbung davon, und ich bin regelmäßig Gast dieser illustren Veranstaltung. Also sie machen Werbung mit dieser Veranstaltung, wo es einen Ort gibt, der heißt irgendwie Kotz- oder Leichenhügel, je nachdem, wie man so dazu sagt, weil da die Alkoholleichen liegen, und zwar in Größenordnung. Das ist ein Ort, wo die Leute sich wirklich bis zur Krankenhausnotwendigkeit besaufen, wo die sich schlagen unter Alkohol, wo sexuelle Übergriffe passieren unter Alkohol, wo man schlimmen Drogenkonsum von seiner allerschlimmsten Seite sehen kann. Und da wird Hubertsverbot, weil es so gefährlich ist. Das ist so irre und das ist so, vor allem so irrational. Und das, was wir gerade an Regeln haben, öffnet eben jetzt noch Tür und Tor für weiterhin solche irrationalen Regelungen in den Ländern. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wegkommen. Da müssen wir einen Weg für finden, dass diese Irrationalität da rauskommt. Die muss aus der Debatte raus. Das ist mit Typen wie Söder schwer zu machen. Das ist so. Aber die muss vor allem als Option aus den Gesetzen raus. Wir müssen an dieser Stelle tatsächlich noch stärker hin zu einer wirklich rationalen, zum rationalen Umgang damit. Und vor allem, und es ist mir an der Stelle als Perspektive am wichtigsten, wir müssen raus aus dieser Nummer. Und da schließe mich Sebastian an bei der Frage, dass das natürlich nicht nur für Cannabis gelten darf. Wir müssen raus aus der Nummer, die KonsumentInnen zu kriminalisieren. Wir haben eine Rauschkultur, wir akzeptieren das beim Rauchen, wir akzeptieren das beim Saufen, wir fangen jetzt an, das beim Kiffen zu akzeptieren. Warum entscheiden denn GesetzgeberInnen, dass es bei anderen Räuschen nicht so ist? Das ist das eine. Und das zweite, gerade wenn wir über diejenigen sprechen, die gar nicht anders können, weil sie süchtig sind, was tut es denn der Gesellschaft Gutes, die Süchtigen zu kriminalisieren? Den Schwarzmarkt ist eine völlig andere Nummer, aber die Süchtigen und die User zu kriminalisieren, das ist einfach eine Positionierung, die ist aus dem vorvorletzten Jahrhundert, und dann müssen wir raus, und dann müssen wir eben, in meinen Augen, da bin ich komplett bei Sebastian, in der Endkonsequenz für alle Rauschmittel raus. Vielen Dank, Suse, warst du fertig, Sebastian, erstmal für deinen Input, dann würde ich mich jetzt noch zum letzten vorgesehen, wir haben nämlich uns auch gefragt, was vielleicht die Krankenkassen oder die Krankenkassen eigentlich dazu sagen. Wir haben es ja teilweise wirklich schon angerissen, medizinal, ich habe es am Anfang falsch ausgesprochen, glaube ich, medizinal Cannabis. Oder aber auch das Thema Prävention ist ja auch tatsächlich vielleicht eine Sache auf jeden Fall der Krankenkassen. Und du bist sogar weit, so weit gegangen, wie ich es richtig verstanden habe, dass du gesagt, naja, für medizinische Zwecke wäre es ja eigentlich auch gut, wenn vielleicht die Krankenkassen das auch übernehmen können und müssten. Genau, und das noch viel stärker und eher tun sind. Deswegen interessiert mich sehr doll, was die Krankenkassen eigentlich dazu denken, was sie jetzt schon machen oder auch planen, was denn da so, sag ich mal, im Portfolio alles drin ist und was da die Meinungen sind. Und ich bin sehr froh, dass wir zumindest von der Lara heute sprechen, da haben können, nicht Carlo Reif gestern. Und Carlo, ich darf mich hoffentlich hier öffentlich nutzen. Du musst aber, glaube ich, nicht nur in die Krankenkasse, sondern auch noch den Verband tun. Die Barmer, absolut. Nur die Barmer, okay. Dann würde mich interessieren, was denn die Barmer so im Angebot hat oder generell da jetzt im Cannabis-Gesetz denkt. Was ab, oder plant. Im Angebot. Ja, vielen Dank und hallo auch nochmal von mir. Natürlich, Zweckgebote, aus meiner arbeitsgebundenen Perspektive spiele ich natürlich auch heute auch ein Stück weit den Advocatus Diabolus, obwohl ich sagen muss, dass insgesamt die GKV sich schon bei dieser Gesetzgebung und bei der Thematik ein Stück weit zurückgehalten hat, auch im Vergleich zu den Fachgesellschaften, die ja sehr deutlich der Stellungnahme bezogen haben, auch was die Kritiken angehen. Das wurde ja schon angesprochen. Vielleicht zunächst mal zu dem, was bis jetzt gelaufen ist. Auch da sehen wir, also ein Hamburger Forschungsinstitut hat ja im Auftrag vom BMG da einige Metastudien auch zu gemacht. Und zunächst ist erstmal grundsätzlich relativ beruhigend, dass man im internationalen Vergleich, also Kanada, USA, Uruguay, sieht, dass zwar der Konsum an sich ansteigt und noch steiler ansteigt, als das ohne Legalisierung passiert wäre, so die These. Aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sozusagen da Epidemien ausgebrochen wären und auf einmal die medizinische Versorgung das kollabiert wäre. Das ist mitnichten der Fall. Das wird auch in Deutschland nicht passieren. Vor allem, weil man hier einen Weg gewählt hat, der noch restriktiver ist
mit den Anbauvereinigungen, als das in anderen Ländern der Welt bislang passiert ist. Das ist das erste Mal, um sozusagen das Thema ein Stück weit runterzukochen, glaube ich, wichtig. Trotzdem hat auch der GKV-Spitzenverband in seiner Positionierung zum Gesetzgebungsverfahren ein paar Punkte gesagt, die aus unserer Sicht schwierig sind. Das eine Thema ist das Alter. Wir wissen aus medizinischer Sicht, bis 25 ist die Entwicklung des Gehirns nicht abgeschlossen. Das wissen Medizinerinnen und Mediziner noch viel besser als Mitarbeiter einer Krankenkasse. Und gerade das Thema unter 25 ist mit großen Gefahren behaftet für die Entwicklung des Gehirns. Und deshalb hat man sich beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin, in Kanada und USA auch dazu entschieden, in einigen Staaten dann auch ab 21 sozusagen, auch Alkohol wird ab 21 konsumiert, sozusagen die Grenze ab 21 zu setzen. Das ist ein Punkt. Hier in Deutschland kann man das dann ab 18 machen, zugegebenermaßen mit 10% und 30 Gramm mit einem anderen Schwellenwert, als das sozusagen ab 21 möglich wäre. Aber das ist durchaus ein Punkt, den man auch ja, zumindest aufmerksam verfolgen muss. Das nächste Thema ist das, das Thema Prävention, das wurde ja schon angesprochen. Wir haben als Krankenkassen natürlich auch einen Präventionsauftrag, aber in den seltensten Fällen die Möglichkeit, sozusagen permanent sozusagen strukturell Prävention zu finanzieren, sondern der Ansatz von der Krankenkasse ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Meistens wird das dann in Projekten und so weiter gemacht und die eigentliche Instanz sozusagen als Präventionsstelle ist die BZGA. Da ist das Thema auch richtig beheimatet und auch in der neuen, ich sag mal, zweiten Gesetzgebungsrunde wurde ja die BZGA nochmal besonders adressiert, die dann auch sozusagen Präventionsmodell, Leitfaden, wie auch immer, sozusagen den Kommunen und den Ländern zur Verfügung stellt. Und das ist richtig und ganz wichtig. Und auch, dass in den Social Clubs bzw. Anbauvereinigungen dann sozusagen verpflichtend gesagt wird, da muss jemand da sein, der, ich sag mal, fachlich in der Lage ist, auch auf die medizinischen Probleme hinzuweisen und das erklären zu können. Jetzt hat man sozusagen in der Chronologie einen leichten Versatz sozusagen, von dem die BZGA gibt die Möglichkeit oder veröffentlicht sozusagen Leitfaden und die Social Clubs, die schon vorher sozusagen ins Netz gehen. Aber auf die lange Bank, glaube ich, ist das sozusagen richtig, dass man sagt, okay, hier in dem Club selbst wird sozusagen Prävention auch groß geschrieben. Als Krankenkasse muss man aber auch sagen, wir sehen uns sozusagen nicht in der Verantwortung, politische Verantwortung zu übernehmen, sondern das sind tatsächlich die Drogenberatungsstellen, da wo die Länder und auch die Kommunen natürlich dafür verantwortlich sind, die Kolleginnen und Kollegen ordentlich und ausreichend zu finanzieren und da immer einen Blick drauf zu haben, was passiert denn letzten Endes vor Ort. Das ist nämlich auch die interessante Frage, BZGA als Bundesinstitution und letzten Endes Amt, wenn man so will, Behörde, ist das eine, aber was passiert in der Kommune, wer wird dann überlastet oder nicht überlastet, wie sind dann die veränderten Rahmenbedingungen, wenn es so einen problematischen Konsum und so weiter gibt, das ist nochmal eine herausfordernde Tätigkeit. Auch wir werden das durch unser Forschungsinstitut natürlich genau anschauen, wie sich das entwickelt, auch was problematischen Konsum angeht, der letzten Endes auch im Krankenhaus enden kann oder in der ambulanten Versorgung. Und das sind sicherlich Punkte, die man sich ganz genau angucken muss. Das heißt aber auch nicht, dass, wie gesagt, sozusagen auf einmal alles im Bach untergeht, was ja auch von manchen behauptet wurde. Das passiert mit Sicherheit nicht. Aber man muss sich das eben ganz genau angucken, weil es schon sehr, sehr ernstzunehmende Gefahren gibt, die eben auch mit anderen Drogen einhergehen. Da hat der Spiegel ja schon einen guten Punkt gemacht. Cem Özdemir, der hat ja richtigerweise auch noch auf ganz andere Themen hingewiesen. Also Alkohol ist das eine, aber mittlerweile der Volkstod durch Zucker, Diabetes und Co., das ist ja auch eine Droge. Ja? Wenn man das, da muss man eben genauer hingucken, man sollte das nicht verteufeln, sondern muss sich breiter sozusagen aufstellen und schauen, wo da die Herausforderungen sind. Vielleicht belasse ich das nur dabei. Ich frage nochmal gleich kurz nach, wie du das Mikrofon hast. Medizinal-Cannabis-Oil viel
angesprochen. Ja. Wie ist denn da jetzt die Lage? Weil ich lese zum Beispiel auf X oder auf Twitter eben als Messenger sehr viel, dass da jetzt tatsächlich die Bestellungen hochgehen und die Leute, die jetzt vorher das schon dort gemacht haben über E-Doktor oder E-Rezeptoren. Das heißt, dass da, wenn es irgendwie vermehrt ist, dass man da schwer rankommt. Ja, wie sieht die Behandlung? Genau, also das Medizinalcannabis, das muss ja jetzt bis auf eine Ausnahme, glaube ich, nicht mehr als BTM-Rezept ausgegeben werden. Dann hat man 20 Tage Zeit, das als normales Kassenrezept sozusagen einzureichen. Damit steigt natürlich sozusagen auch ein Stück weit so Fälschungsrisiken und so weiter. Man kann sich dann monatlichen oder unbefristeten Konsum sozusagen per Rezept verabreichen lassen. Das ist auch finanztechnisch also eine relativ heikle Geschichte, wenn man sich da mal anguckt, was ein Konsument im Monat sozusagen verbraucht. Aber bislang, also das Gesetz ist ja noch nicht so lange online, aber bislang ist es so, dass medizinisches Cannabis, was die Verschreibungszahlen angeht, auch aufgrund des Prozesses, also es muss sozusagen medizinisch ausgereizt sein, der Weg, den die Versicherten dann gegangen sind, dann hilft das an einigen Stellen. In bestimmten Krankheitsbildern ist das sehr hilfreich, aber es ist natürlich auch keine Wunderwaffe. Also es gibt häufig auch durchaus geeignetere Medikamente, die überhaupt nichts mit Cannabis zu tun haben. Und dann denken Versicherte manchmal, hier, das hilft sozusagen. Und die Evidenz spricht dann eher für ein ganz bestimmtes, ich sag mal, stinknormales, marktübliches Medikament. Und da muss man eben sachlich einfach schauen, wie ist die Evidenz, was hilft. Und da kann Cannabis, medizinisches Cannabis durchaus sehr gut helfen. Was wir noch sehen ist, es besteht im Moment auch die Möglichkeit der Rügen und dass die sozusagen von der Kasse bezahlt werden. Das, was ich gelesen habe, ist, dass es mittlerweile viele gute Cannabis-Präparate gibt, die nicht mehr darauf abzielen, sozusagen in Blütendarreichungsform verabreicht zu werden, sondern mit Sprays beispielsweise zu arbeiten oder mit anderen Dingen. Und da wäre aus unserer Sicht das im Prinzip eigentlich nicht mehr notwendig, sozusagen Blüten auf Rezept zu verschreiben, sondern auf die gängigen anderen Dinge einzugehen. Ganz kurz, bevor Matthias noch was zu medizinischem Cannabis fragen oder anmerken kann, hatte ich jetzt vorhin schon Zettel bekommen, Kirsten, wollte es auch noch was zum medizinischen Cannabis. Passt das jetzt, dann würde ich dich erst annehmen und dann Matthias. Ja, mache ich gern, weil ja gesagt wurde, dass die aktuelle Gesetzeslage jetzt die Problemlage mit Medizinalcannabis verschärfen würde. Das ist so nicht korrekt. Also die Situation ist so, dass wir mit dem neuen Gesetz die Anbaumenge, die in Deutschland angebaut werden darf, für Medizinalcannabis nochmal erhöht haben. Das war notwendig, weil wir ja erhebliche Lieferengpässe hatten und so sehr auf den Export angewiesen sind. Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass oder andersrum positiv gesagt, wir gehen davon aus, dass Ärztinnen und Ärzte nach wie vor sehr sorgfältig abwägen, ob sie Cannabis auf Rezept verordnen. Tatsächlich haben wir eine sehr restriktive Gesetzgebung noch, was ich bedauere. Das würde ich auch gerne noch angehen, ab wann Medizinalcannabis überhaupt eingesetzt werden darf. Also Patientinnen müssen wirklich gerade im Bereich der Schmerzmedizin komplett sozusagen alles andere ausgereizt haben, bis zu viel Opiateinnahmen, was ich für hochproblematisch halte, was möglicherweise der Kollege Jeschke auch bestätigen kann. Also wir zwingen nach wie vor Menschen doch zu schädigenderem Arzneimittelkonsum, als es das Cannabis bei bestimmten Indikationen wäre. Teil davon ist nach wie vor, dass wir den Genehmigungsvorbehalt haben. Das ist sehr, sehr bürokratisch, ist Medizinalcannabis auf Rezept zu verordnen und dann tatsächlich, das wurde ja auch seitens der Barmer eben schon kurz angesprochen, wir da die Genehmigungsproblemlagen zum Teil haben, dass auch Patientinnen, die Medizinalcannabis dürfen, dass es schwierig ist, das refinanziert zu bekommen. Ich will aber auch sagen, dass wir keinesfalls möchten, dass Patientinnen, die das aus medizinischen Gründen benötigen, Medizinalcannabis, künftig auf andere Möglichkeiten umsteigen, weil es eben leichter für sie ist
weil Medizinalcannabis heißt, es ist ein Medikament und die brauchen ärztliche Begleitung, die Menschen. Also zu sagen, ich verzichte jetzt auf die ärztliche Begleitung, weil es leichter ist, das könnte schon eine Reihe von Problemlagen mit sich bringen. Von daher bin ich sehr der Auffassung, dass man Medizinalcannabis und Cannabis für Erwachsene, auch was die Zugänge anbelangt, gut trennen muss. Aber deshalb muss es natürlich unbürokratisch auch möglich sein, für Ärztinnen und Ärzte Medizinalcannabis zu verordnen, wenn der Bedarf da ist. Das wollte ich dazu anmerken. Dann habe ich mir noch eine ganze Reihe von Notizen gemacht, wo auch manches sehr gut war und manches ein bisschen munter durcheinander ging. Aber vielleicht kann ich mich einfach noch mal melden für eine nächste Runde. Auf jeden Fall. Jetzt höre ich das nochmal, weil es jetzt ein medizinisches Cannabis ist. Hier ist das Problem. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ich habe vorhin gesagt, dass der Anteil, also dass ein Cannabis-Patient deutlich also hohe Kosten verursacht. Wie hoch sind denn die Kosten zum Beispiel für ein Alternativpräparat, wenn man jetzt eine Schmerzmedikamentation nimmt, vielleicht zu Tilidin zum Beispiel? Wie hoch sind denn da die Kosten oder wie hoch sind generell Kosten in Opiaten zu Cannabis? Und ist das die gesündere Alternative dazu, wenn man Schmerzen behandeln möchte? Ehrlich gesagt habe ich das jetzt so spontan nicht im Blick. Es gibt auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Also tatsächlich sind zum Beispiel Blüten mit das teuerste, das man sozusagen monatlich bekommen kann. Und Sprays sind teilweise deutlich günstiger, wie sozusagen ein Monatsreservoir an Tilidin oder an anderen Opiaten. Bin ich ehrlich gesagt überfragt, wenn man schon sagen muss, da ist natürlich eine Industrie hinter, die deutlich länger und ich sage mal effizienter arbeiten kann und deshalb wahrscheinlich auch von der Preisgestaltung anders aufgestellt ist. Aber da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster nehmen, um das sagen zu können. Aber die Krankenpflegerin will sich aber ganz kurz. Ich will nur ganz kurz sagen, dass mit dem Blick auf die Folgekosten wir auf uns zulaufen haben. Es wird ja schon, also es wird ja auch für Europa schon benannt, die USA können das gerade beobachten, für die Folgekosten ein wahnsinniges Problem auf uns zulaufen haben, zum Beispiel mit Fentanyl. Fentanyl ist aber so ein Klassiker bei Schmerzen. Das wird, also in meiner Erfahrung, das ist jetzt wirklich nur persönliches Erfahrungswissen, wesentlich entspannter verordnet als Cannabisprodukte. Die Folgekosten und die Problematik, und das werden Sie als Suchtmediziner sicherlich bestätigen können, die Folgekosten und die Problematik mit zum Beispiel Fentanyl, das sage ich jetzt nur, weil es so prominent ist. Wir haben eine Reihe anderer Opiate, die ähnlich problematisch sind, aber bei Fentanyl ist es halt gerade ein wirklich sehr prominentes und populäres Problem. Wir haben da ein massives Problem. Fentanyl ist, glaube ich, günstiger als Medikament, als Cannabisprodukte. Und wird empfohlen und wird vor allem vorausgesetzt, dass das mal ausprobiert wurde, bevor Cannabis bei Schmerzproblematik verordnet wird. Und es ist so viel problematischer. Und ich glaube, das ist halt, da haben wir den Paradigmenwechsel noch nicht geschafft an dieser Stelle. Und das wäre wichtig, dass die Debatte jetzt auch für den Medizinalcannabis an dieser Stelle nachzieht und wir da tatsächlich mal realistisch drauf gucken und gerade den Bereich der Opiate uns realistischer angucken im Vergleich mit dem Medizinalcannabis. Weil das ist wirklich relevant, weil bei Fentanyl kriegen wir ein riesiges Problem. Nicht so viel, ich wollte die Debatte nicht. Dankeschön, dass ich das Wort bekommen darf. Das liegt mir sehr auf der Seele. Ich habe das nicht umsonst gesagt, mit dieser Entstehung dieses Gesetzes, des Medizinalcannabis-Gesetzes. Was nämlich da reingeschrieben wurde von Anfang an, ist die Grundregel Ultima Ratio. Also nur bei Schwerstkranken im letzten Stadium quasi, dann ist es im Palliativbereich, kann man es relativ schnell verordnen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als praktisch tätiger Mediziner, da ist es dann fast auch nicht mehr nützlich. Cannabis ist für viele gesundheitliche Störungen, die sehr komplex sind, für Störungen, die für Schmerzen, die nicht eben nur auf eine Ursache zurückzuführen sind, die multifaktoriell geschehen als Grundlage haben, eigentlich das Mittel erstmal. Ich bin überzeugt, dass in 10 oder 20 Jahren Medizinalcannabis bei Alterserkrankungen, bei chronischen Erkrankungen die Nummer eins sein wird. Das ist einfach von diesem Wirkansatz. Cannabis wirkt
von hinten nach vorne, wenn man sagt, das regulierte System, das Endokannabinoid-System ist ein ganz wichtiges System. Und es ist tatsächlich so, ich weiß, dass Sie da keine Verantwortung dafür tragen, aber ich habe Ablehnungen für chronische Schmerzpatienten mit der Begründung des MDKs bekommen, der kann ja noch laufen. Das wird nicht verstehen, ich kann das vorlegen. Es ist für Krankheiten wie Fibromyalgie, wie Tourette-Syndrom, wie Parkinson-Störungen, Dyskinesien, die ganz, ganz schlimm sind, wenn man die hat, ist es einfach nicht verschreibbar. Und das liegt an diesem Ultima Ratio-Grundsatz. Es wäre doch besser, wir würden zu einer Indikationslösung kommen, wo man sagen würde, es gibt Indikationen, wo es schon heute lag, dass prospektive Studien ergeben haben, das nützt vielen Patienten und da brauchen wir jetzt nicht die Fentanyl-Reihe durchzugehen und die Menschen abhängig zu machen. Ich behandle Fentanyl-abhängige Patienten. Ich habe eine Substitutionspraxis mit 240 Substitutionspatienten. Ich weiß, auf welchen Segen Cannabis für viele Substitutionspatienten darstellt. Die konsumieren das nämlich ganz, ganz normal, wenn sie mal nicht schlafen können. Nicht jeden Tag von früh bis abends, das ist ja Unsinn. Und ich sage die Prävention, auch bei Jugendlichen. Also ich habe Enkel, ich bin in Schulen, ich habe viele junge Patienten auch. Die sind nicht so dumm, wie wir sie machen wollen. Die haben beim Crack, ist es jetzt gerade im Lauf, die haben vor allen Dingen auch beim Meth und bei Crystal Meth, die haben auch beim Rauchen ganz vernünftig reagiert. Besser als sich jede Drogenberatungsstelle und jeder alte Arzt sich das vorstellen können. Die sagen einfach, nimm den Scheiß nicht. Und das wirkt stark. Beim Rauchen haben wir eine Rückentwicklung gehabt. Jetzt nimmst du wieder zu. Aber das waren die Jugendlichen untereinander selbst. Also man muss diese Präventionskräfte aus der Mitte der Gesellschaft heraus ganz stark als Wirkfaktor ansehen und muss sie fördern. Und wenn ich sage Ihnen als Arzt, der mit Abhängigkeitserkrankungen umgeht, Cannabis hat eine enorme Kapazität, zum Beispiel bei Benzodiazepinabhängigkeiten und bei Opiatabhängigkeiten zu unterstützen, dass diese Abhängigkeiten überwunden werden. Und ich hoffe, dass wir mit den Krankenkassen, dass wir mit den Gesundheitspolitikern und den Forschern da einen Weg gehen. Es ist schwer, kontrollierte Studien zu machen mit Cannabis. Das ist ein Naturstoff. Und dann sage ich noch was zu den Preisen. Sie können heute, wenn Sie Cannabis verordnen, einen Patienten als Arzt gar nicht wissen, was das der Krankenkasse kosten wird. Ich fühle mich auch als Kassenarzt. Ich möchte, dass wirtschaftlich verordnet wird. Und wenn ich aber weiß, dass 30 Milliliter eines CBD-THC-Extraktes möglicherweise zwischen 50 und 400 Euro kosten können, je nachdem wie der Apotheker und die Firma ihre Marge drauflegen, die können 100% drauflegen von dem Einkaufspreis. Das darf nicht sein. Es muss auch hier Festpreisregelungen geben, es muss Obergrenzen geben. Ich glaube, dann werden wir auch mit dem MDK, der diese Ultima Ratio-Regel immer noch ganz stark betont, besser reden können und werden mit den Krankenkassen ganz vernünftige Regelungen finden, dass wir den Patienten nützen und auch dem Budget der Krankenkassen. Vielen Dank nochmal für das Plädoyer. Sie haben viel Zuspruch. Ich würde aber jetzt, weil Sebastian bald los muss, weil er Geburtstag noch im Kreise der Familie und Freunde wahrscheinlich verbringen, nochmal fragen das Publikum, ob es Fragen wirklich für den Bereich auch Inneres Recht, Ordnungsamt, wie da umgegangen wird, vielleicht mit der Thematik, ob es dann noch Nachfragen, Hinweise aus dem Publikum gibt, mit Sebastian aber die Möglichkeit hat zu reagieren. Gibt es da schon? Ja, soll ich das Mikro oder? Ja, bitte. Für und Zoom, ich glaube, wir haben eine Person auch noch im Zoom dazu. Und Kirsten, kannst du damit auch noch. Also erstmal vielleicht, ich bin trotz grünen Partei sich das Ganze ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Deswegen war die Frage, wie man sich wirklich vorstellt, den Schwarzmarkt austrocknen zu wollen, Zitat. Weil Markt ist immer Preis und auch Eingangshürden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, gerade für die Jugendlichen, sich dann in den Social Club anzumelden, da dann vielleicht auch mit den Eltern hin zu müssen. Keine Ahnung, wie das dann geregelt ist. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass gerade die Jugendlichen eben immer noch auf den Schwarzmarkt müssen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Also bei den Erwachsenen verstehe ich, aber gerade bei den Jugendlichen sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
dann kann man vielleicht sozusagen gleich eine Urban Legend sozusagen aus der Welt schaffen. Für Jugendliche wird es keinen Zugang zum Kanal des Social Clubs geben. Das wird tatsächlich erst für volljährige Personen funktionieren. Wie übrigens die gesamte Regulierung, ja, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ist mal auch die Frage, ob die Altersgrenze 18 wirklich die richtige ist, aus medizinischer Sicht. Ich hätte da auch durchaus die Frage, ne, ob 21 nicht vielleicht ein besserer wäre, aber solange wir Alkohol- und Tabakkonsum ab 16 öffnen, meine ich, das war mein Plädoyer vorhin, lasst uns bitte evidenzbasierter über alle Drogen reden und dann kommen wir vielleicht dazu auch, reflektiertere Rauschkultur, dass wir sagen, die Altersgrenze 21 funktioniert tatsächlich für alle, dann aber bitte auch fürs Bier, ne? Weil der Alkohol ist so selbstverständlich in unserer Kultur offensichtlich eingeschrieben. Das irritiert mich immer, wenn ich auf irgendeinem politischen Empfang das Glas Sekt am Anfang ablehne, komme ich in die Rechtfertigungssituation und nicht derjenige, der mir das Glas Sekt anbietet. Und ich finde, es ist ein komischer Umgang mit Drogen. Und ich finde auch gerade angesichts der Folgekosten, die Alkohol in unserer Gesellschaft verursacht, das ist ziemlich schwierig. Es ist überhaupt nicht leicht, den Schwarzmarkt auszutrocknen, aber es kann gelingen. Wir haben heute in Deutschland, wenn ich mich umgucke, inzwischen kein großes Problem mehr, dass Menschen ihren Alkohol selbst herstellen. Und also nicht in großen Mengen. Ne? Also es wird irgendwo passieren, insbesondere was sozusagen hochprozentiges anbelangt, ist das kein Problem. Es war in früheren Jahrzehnten durchaus anders. Und es hat sich ganz offensichtlich durch einen Markt, der reguliert ist, die Anfänge gehen bis zum Reinheitsgebot zurück an der Stelle, hat sich das sozusagen besser gestalten lassen. Es ist vermutlich nicht bei Null, aber dass wir jetzt irgendwie in Größenordnung Menschen erblinden haben, weil sie irgendwie hochprozentiges im Keller destillieren, weiß nicht, also ist mir jedenfalls nicht als Größenordnungsproblem begegnet. Die Verfügbarkeit von Alkohol in diesem Markt ist natürlich trotzdem relativ groß und auch das Jugendschutzthema ist da nicht abschließend beantwortet. Ich bin zwar auch noch im relativ fortgeschrittenen Alter noch nach meinem Ausweis gefragt und seitdem ich diesen Bart trage jetzt nicht mehr, aber also man muss deutlich sagen, natürlich sind andere Fragen deswegen nicht weg. Und deswegen sage ich, wir müssen, glaube ich, es schaffen, in die bessere Diskussion über Drogen, gerade auch mit jungen Menschen zu kommen. Die sind intelligent, ich halte die nicht für doof. Also wenn ich mit meiner Tochter darüber spreche, wie Drogenkonsum bei ihr beginnend passiert in der Umgebung, dann finde ich, habe ich den deutlich einfacheren Zugang, wenn ich mit ihr darüber reden kann, dass ich da auch schon Erfahrung habe als Vater und dass ich ihr mit auf den Weg geben würde, vielleicht nicht alles gleich ganz am Anfang auszuprobieren, sehr genau zu bewegen, Mischkonsum zu vermeiden, solche Dinge. Also das wird alles, das bleibt alles sozusagen ein Thema, aber ich meine, dass es mit einem regulierten Drogenmarkt besser zu diskutieren und besser anzugehen ist als ohne diesen regulierten Markt. Ich werbe nicht dafür zu sagen, mit einer regulierten Cannabisabgabe kommen wir dazu, dass es keine Probleme mehr mit Jugendschutz, mit Sucht, mit Abhängigkeit und so weiter gibt, sondern mein Ansatz wäre, all diese Probleme werden wir auch dann haben, aber sie lassen sich besser besprechen und im nächsten Schritt vielleicht auch für eine Reihe an Menschen besser lösen, wenn wir als Gesellschaft uns ehrlich machen. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört Drogen, spielen offensichtlich in allen Gesellschaften eine Rolle. Kirsten, hast du jetzt noch ganz schnell eine Frage gegeben, was an Sebastian? Dann aber schnell, das ist für uns. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sebastian. Das ist das Allerwichtigste. große Unterstützung für dein Plädoyer für ein umfassendes Werbeverbot. Und ich wollte das nutzen, um einmal zu sagen, wir können auch von dem, was wir jetzt als Cannabis-Gesetzgebung gemacht haben, das haben wir ja quasi neu gemacht. Ne? Wir haben eine Substanz jetzt legalisiert, nochmal auch etwas lernen für die beiden großen Drogen, die wir schon legalisiert haben, nämlich Nikotin und Alkohol. Und eines davon ist eben Werbeverbot. Tabakwerbeverbot haben wir jetzt in Schritten. Alkohol wird noch großflächig überall beworben, auch in Sportvereinen und so, wo Kinder sich aufhalten. Ich halte das für einen Fehler, also absolute Unterstützung. Die Frage auch von Verfügbarkeit. Ja, soll es so bleiben? Also können wir jetzt im legalen Bereich auch nach wie vor restriktiv verfügbar haben, zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche eben keinen Zugang zu Cannabis-Clubs oder später, wenn wir sie dann haben, in Modellprojekten zu
Läden haben, wo Cannabis verkauft wird. Nikotin, Zigaretten, diese Vape, die ich für ausgesprochen gefährlich halte, und Alkohol kriegt man an jedem Kiosk, in jeder Tankstelle und so weiter. Auch darüber, finde ich, könnte man nachdenken. Die Frage Altersgrenze, mir leuchtet die Argumentation nicht ein, zu sagen, Cannabis erst ab 21, weil die Idee ist ja, dass wir sagen, ab 18 volljährig, ab 18 sozusagen können Menschen für alles entscheiden in diesem Land, natürlich auch, ob sie Cannabis konsumieren. Sollen die dann gerade die Gruppe, die besonders oder relativ viel konsumiert zwischen 18 und 21, weiter auf den gefährlichen Schwarzmarkt angewiesen sein als auf die deklarierten Produkte in einem legalisierten Bereich? Mir würde das nicht einleuchten. Und dann war die Frage ja eben aus dem Publikum, die ich sehr klug fand, wie viel Schwarzmarkteindämmung wird man überhaupt erreichen können? Da haben wir gerade heute in der Anhörung, wie ich finde, eine sehr gute Rechnung vorgelegt bekommen. Wir haben aktuell etwa 400.000 Kilogramm Cannabis auf dem Schwarzmarkt und etwa ein Drittel davon können die Cannabis-Clubs in Zukunft, so haben die Cannabis-Clubs uns das heute erzählt, erstmal, wenn sie so in der Menge sich entwickeln, wie wir das aktuell annehmen, also etwa 31% gesprochen von diesen Kilogrammzahlen können sie in Zukunft produzieren. Und man geht eben davon aus, dass Erwachsene sehr viel lieber im legalisierten und klar deklarierten Markt und dann gut labortechnisch überprüften Mischungsverhältnissen kaufen, auch als auf dem Schwarzmarkt, sodass man davon ausgehen darf, die aktuelle Gesetzgebung kann den Schwarzmarkt etwa um ein Drittel zurückdrängen und wenn wir dann die zweite Säule hoffentlich bekommen, dann eben substanziell noch stärker. Vielen Dank. Sebastian, machst du jetzt los? In Kürze, gut. Dann gibt es weitere Fragen. Also, Marc hat sich gemeldet. Jo. Also ich bin erstmal ein Fan der Cannabis-Legalisierung. Naja, gut, das gleich vorneweg zu schicken. Gleichzeitig bin ich, was das Gesetz, so wie es jetzt gerade aussieht, also was man dazu sagen muss, ich komme aus der Exekutiven, ich bin Polizeibeamter und sehe das so, dass das langfristig sicherlich Entlastung bringt. Und Sebastian hat es auch angesprochen, da gibt es so Sachen wie Kleinstmengen, Einstampfen und sowas. Und das ist alles sehr unbefriedigend. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man sich bestimmte Arbeitsprozesse erarbeitet hat, die man jetzt neu erarbeiten muss, was auch immer mal für Frust sorgt. Und ich würde mir zu dem Gesetz tatsächlich wünschen, das geht es, glaube ich, mehr an Frau Kappert-Günther, dass es irgendeine Art von Ausführungsbestimmung gibt. Also wenn man das Gesetz liest, man erkennt ja relativ klar den Willen des Gesetzgebers. Auf der anderen Seite, wie Sebastian gesagt hat, gibt es ja ein Legalitätsprinzip für Polizeibeamte. Da kann ich mich hinstellen und den Willen interpretieren, wie ich möchte. Und ich habe da zwei Beispiele mal mit rausgenommen. Wenn ich mich da irre, dann bitte ich um Korrektur. Zum einen, der Trocknungsprozess der Pflanze, da verliert die Pflanze etwa 75% Gewicht. Das heißt ja aber, dass ich mit einer Pflanze vor der Trocknung oder wenn ich sie nicht da trockne, wo ich sie anbaue, eventuell mit 200 Gramm in der Tasche unterwegs bin. Und das ist natürlich für einen Polizeibeamten, der klar erkennt, dass das jetzt eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers sein soll, ein Problem. Und man hat da erstmal 200 Gramm Cannabis. Und die zweite Sache, auch da ein bisschen Korrektur, der Besitz von bis zu 3 Pflanzen ist erlaubt. Das Ernten ist meiner Meinung nach ein Herstellungsprozess und da glaube ich, die Herstellung ist nach wie vor nicht straffrei, was irgendwo auch nicht im Sinne des Gesetzgebers ist, meiner Meinung nach. Wäre ja Quatsch. Aber für mich liest es sich so, als ob es nicht... Ja, also für mich ist es ein Problem jetzt als quasi Laie mit dem Gesetz. Da würde ich mich freuen, wenn Sie da vielleicht ein, zwei so Sachen zu sagen könnten. Dankeschön. Ja, danke für die Frage, Christi. Kannst du darauf antworten? Ja, drei Sachen möchte ich dazu gern sagen. Also
Die Detailausführung ist tatsächlich jetzt Ländersache. Dann die Frage Gewicht der Pflanze, das ist festgelegt im Gesetz, dass es sich um die getrocknete Pflanze handeln soll. Das, mir leuchtet das ein, dass das dann schwierig ist mit der Hochrechnung, aber der Gesetzgeber hat es das Gewicht auch explizit auf die getrocknete Pflanze bezogen. Und die Frage Aberntung, die ist legal gestellt, sowohl wenn man aberntet, weil man sie auf dem Balkon oder im eigenen Garten oder so die drei weiblichen Pflanzen gezogen hat oder eben in den Cannabis-Clubs. Also auch das ist klargestellt. Und vielleicht, um das hier an der Stelle einzufügen, weil das ja auch die Frage von Matthias Redlich war, wie geht es jetzt weiter mit dem THC-Grenzwert im Straßenverkehr? Am Donnerstag werden wir die zweite, dritte Lesung des entsprechenden Gesetzes haben und der Grenzwert wird auf 3,5 Nanogramm festgelegt werden, was 2 Promille Alkohol entsprechen würde. Also ist klargestellt ist, man darf nicht berauscht fahren, aber wenn es Restanten gibt, die eben über diese 1 Nanogramm gehen bis 3,5 Nanogramm, dann ist hier keine strafrechtliche Problematik mehr vorhanden. Und das ist natürlich notwendig, damit wir die Kriminalisierung durch die Hintertür, durchs Straßenverkehrsrecht jetzt auch beenden. Und da vielleicht noch gesagt, weil ja häufig gesagt wird, aber bei Alkohol ist 5 Promille und das ist doch unfair. Da wäre ich auch bei dem, was jetzt Susanne und Sebastian gesagt haben, dann könnte man auch über die Alkoholpromillegrenze ruhig nochmal nachdenken. Das ist meine persönliche Position dazu. Also ich finde diese 3,5 Nanogramm vernünftig. Es ist ein inneres Fest, eine Ärztin zu korrigieren, aber das weißt du auch, dass ich nur versprochen habe, mit 5 Promille fährt keiner mehr. Mit 5 Promille gehen auch die meisten nicht mehr. Du meintest 0,5 Promille, stimmt's? Das hast du jetzt nicht verstanden. Ich sage, du hattest gesagt 5 Promille im Straßenverkehr, aber mit 5 Promille fährt niemand mehr, da gehen die meisten auch noch. Ich habe schon Patienten mit 4 Promille gehabt und dann haben wir uns gewundert, dass sie noch leben. Nur um an der Stelle jetzt. 0,2 oder 0,5 natürlich. Natürlich weißt du das, du hast dich nur versprochen und ich weiß, die Krankenschwester, die sich freut, eine Ärztin zu korrigieren. Okay, ich habe noch eine Frage, die habe ich mitgebracht vom CSD Salzwedel. Da war nämlich eine Frau, die hat gerade im Wendler einen neuen Shop eröffnet, wo sie jetzt gerade Tapes und so was ich das, Bonks oder so verkauft. Und sie hat aber gesagt, eigentlich würde sie viel lieber Setzlinge verkaufen. Aber sie versteht nicht, warum beim Cannabis, die weiß ich auch eigentlich zuschreiben, warum es so ist, dass jetzt irgendwie, es wurde auch schon gesagt, ich glaube von Matthias, man irgendwie Samen aus dem EU, also aus der EU sozusagen ein Importieren sagen kann, sich kaufen kann, sage ich jetzt mal. Und warum das nicht eigentlich warum es nicht Setzlinge zum Beispiel verkauft werden könnten oder auch viel mehr in Deutschland jetzt vielleicht Samen verkauft werden. Es steht so einiges in dem Gesetz, wo ich mir andere Varianten gewünscht hätte. Das ist das, worauf sich die Koalition einigen konnte. Man lag übrigens auch nie im Kleingarten, weil das vorhin so anklang. Also als Kleingärtnerin kann ich sagen, im Kleingarten darf man auch nicht anbauen. Also mir ist das tatsächlich begegnet in meinem Kleingartenverein. Das war, glaube ich, ein Tag, nachdem das Gesetz in Kraft trat, hat der Vorstand meines Kleingartenvereins einen Ausgang gemacht. Vorstand hat beschlossen, ist nicht erlaubt. Und da ist mich beschwert darüber bei denen. Haben die gesagt, nee, ist halt gesetzlich. Ne? Also Kleingarten ist nicht deine Häuslichkeit. Also falls jemand auf die Idee kommt, auch im Kleingarten kein Platz, nur auf den Balkon. Stimmt nicht. Oh, jetzt, das ist gut. Gib mir mal Argumente gegen meinen Gartenvorstand. Also das sind Dinge, die kann man, also das machen die Kleingärten für sich. Es gibt auch Kleingärten, die das erlauben. Das ist nicht gesetzlich vom sozusagen Bundesgesetz jetzt ausgeschlossen. Und das wäre eine Frage, wo man auch die Landesverordnung nochmal angucken könnte.
Aber grundsätzlich ist das nicht ausgeschlossen, das stimmt nicht. Da haben wir schon mal den ersten Anstrich für unsere Landesreden. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ich habe noch einen Albert zu einer Frage. Okay, ja, gerne. Also ich würde gerne was vorschlagen. Na klar. Und zwar haben wir uns natürlich, oder ich mich natürlich auch schon sehr oft mit der Polizei beschäftigt. ganz kurze Zusammenfassung. Ich hatte bis vor 2,5 Jahren, da kam ich in eine Kontrolle, wurde angehalten, eine Verkehrskontrolle. Natürlich wurde dann sämtliche Tests gemacht, obwohl ich diese verneint habe, wurde damals dann drauf gedrängt, dass ich den wesentlichen Speicheltest mache. Darauf wurde positiv getestet, Blutabnahme und so weiter. Und daher weiß ich auch, wie 3,5 Nanogramm nach ungefähr 10 Stunden Konsum ist, wenn man Dauerkonsument ist. Also es ist angemessen. Mit der Restfeuchte ist also auch so eine Sache. Man könnte auch die Polizei heute zum Beispiel mit Restfeuchte-Messgeräten ausstatten. Die sind super klein, handlich, sehen aus wie so ein Maispiekser. Piekst man rein, sieht man, die Pflanze hat 10%, 12% Restfeuchte. Da könnte man zum Beispiel auch, wenn vielleicht auch nur Anmerkung für Frau Kappert-Gonter, wenn Sie das mit in die Regierung nehmen, dass man vielleicht sagt, ab einer bestimmten Menge, also vielleicht ab 12% oder 13% ist diese Blüte trocken. Weil alles, was da drunter geht, ist nachher bloß noch Brösen und das will man selber auch nicht mehr konsumieren. Von daher könnte man da vielleicht nicht nachhaken und sagen, wenn der zum Beispiel auch Clubs, die dann außerhalb von der eigentlichen Abgabestelle nachher anbauen, dass die halt ihre Trocknung vielleicht in einer anderen Region haben, weil aus Platztechnikern oder wie auch immer, oder ich bringe von zu Hause in meinem Garten was mit, oder meine Eltern hatten vielleicht irgendwas oder keine Ahnung, und ich könnte da was mitnehmen, das wäre aber noch feucht, müsste mich bloß noch trocknen, würde ich dann halt Probleme bekommen, wenn ich mehr als 25 Gramm bei mir füge. Das ist natürlich berechtigt und in erster Linie wird man natürlich sagen, natürlich, du hast mehr als 25 Gramm, weil ob das trocken ist, kannst du als Polizist sicherlich nicht entscheiden. Und daher muss man halt die Leute damit ausstatten und sagen, hier, wir haben hier noch eine Restfeuchte von 20%, wir können das Ganze vielleicht runtermessen und dann wüsste man eventuell, ob derjenige sich schon strafbar macht und nicht in dem Falle. Das wäre vielleicht auch was man mit reinnehmen könnte. Restfeuchte, Messgeräte, wie so ein kleiner Stecher für Maiskolben. Sensor. Ja, genau. Guter Hinweis, danke. Das nehmen wir mit für die Streifenwagenausstattung. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist für Sebastian. So, Herr Jeschke hat auch noch eine Frage. Ja, na, also die Frage nach den Streifenwagen ist für Ausrüstungen für die Cannabis-Fahrer. Das ist, glaube ich, eine Frage, die weiter gefasst werden sollte. Ich denke, dass das auch tatsächlich lokal entschieden werden soll. Das Ordnungsämter oder Warenprüfungsämter oder was Lebensmittelämter, wer es denn immer machen soll, das muss man erstmal festlegen. Tatsächlich aber die Lage versetzt werden sollten, die Qualität und auch den Substanzgehalt, ja, in den Anbaugemeinschaften zu kontrollieren. Und da hätte ich wirklich die Frage, gibt es schon Bestrebungen auf Bundesebene, hier eine Organisationsform, eine Entwicklungsform zu finden, zum Beispiel für die TÜV-Prüfung von Vaporisatoren oder die Prüfung von Messgeräten, die auch anwendbar sind für den Nutzer und für den Anbauer, aber auch eben für diese Administration, die damit beschäftigt sind. Ich glaube, darüber muss man sich sehr Gedanken machen jetzt und bald auch dafür Lösungen finden. Dann wird sich vieles, was wir jetzt im ordnungspolitischen und Strafverfolgungsbereich sehen, nämlich vor Ort viel besser lösen lassen. Es ist zum Beispiel nicht hinnehmbar, dass im Gesetz der Joint drinsteht, aber keine Empfehlung für Vaporisatoren da ist. Wir haben bloß einen von dieser Firma, die da als allein seligmachend angesehen wird und die dieses klobige Ding da hat, das weit ab von der ganz modernen Technik ist. Und das wird für Medizinalcannabis-Nutzer auch noch von den Krankenkassen bezahlt, kostet aber so die 50 Euro. Es ist also, es muss sozusagen auch das volkstümliche Gerät geben, dass die Vaporisatoren, das halte ich für ganz, ganz wichtig,
Wir wollten ja mal mit diesem Gesetz auch 4,5 Milliarden Euro im Jahr einnehmen über die Steuer. Und die sollten in die Prävention gehen. Die sollten vor allem auch in Harm Reduction gehen. Jetzt haben wir dieses Geld nicht, aber die Dinge müssen geregelt werden. Und da frage ich eben, gibt es da schon einen Vorlauf beim Bund, den die Länder vielleicht auch dann profitabel übernehmen könnten? Ja, eine Frage nach dem Cannabis-TÜV. Kirsten, gibt es da schon Ideen? Ich muss jetzt erstmal unterscheiden zwischen dem, was das ist, diese erste Säule, und was dann später mit der kommerziellen Nutzung sein wird. Ne? Das ist auch die Antwort nochmal an Matthias Redlich mit der Frage, kann ich Medizinalcannabis-Hersteller Cannabis produzieren und das über den Club vertreiben? Das geht eben ausdrücklich nicht, weil die Clubs als Non-Profit definiert sind. Und alles, was dann an weiteren Schritten kommt, das muss dann eben mit dem mit der nächsten Gesetzgebung passieren. Was aber tatsächlich schon in diesem Gesetz vorgesehen ist, ist, dass die Clubs verpflichtet werden, ihre Chargen, die sie gemeinschaftlich anbauen, dann auch auf die Wirkstoffmengen und auf das Verhältnis THC und CBD zu überprüfen. Das ist hier schon vorgesehen, sodass da eine Deklaration eben stattfinden kann. Und diese Frage, wer dann was wie TÜV-mäßig überprüft, also ich finde es interessant. Ich muss da mal drüber nachdenken und das hier diskutieren. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich das ausgesprochen erfreulich fand, hier in der Runde auch einen psychiatrischen Fachkollegen zu haben, der meine Auffassung ist, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir jetzt hier nicht weiter auf engstirnige Verbote setzen, sondern auf Harm Reduction und Gesundheitsschutz bei den Konsumierenden. Dafür möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken. Das fand ich äußerst angenehm und wohltuend. Vielen Dank. Gibt es anderen Mitdiskutierenden, aber ich habe das häufig so kontrovers in meinem eigenen Fach, wo ich immer denke, je besser sich Menschen auskennen, umso eher kommen sie eben dann doch auch zu diesen gemeinsamen Überzeugungen, und darüber freue ich mich sehr. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben viele in der Presse diese ganzen ersten Briefe und so auch gesehen. Und alle etwas überrascht. Bitte eine Nachfrage. Doch eine Nachfrage, sonst. Kann sich das Publikum noch überlegen, ob sie auch noch Fragen haben, sonst kommen wir auch bald zum Ende. Du hattest schon noch. Ja. Aber, meine Frage geht an Sie. Cannabis-TÜV, okay. Machen wir dann auch Alkohol-TÜV, Tabak-TÜV? Gibt es den TÜV für Leute, die Zucker zu sich nehmen und so weiter? Ich weiß, dass wir Cannabis neu alle in der Gesellschaft, für viele ist das sehr neu, mit integrieren. Aber müssen wir denn halt so stark darauf achten, das geht auch bei, ob das bei Kontrollen ist, wer soll was kontrollieren, wie viel wird denn jetzt kontrolliert, ist die Frage. Ja, und so weiter. Also brauchen wir das denn als neues aus? Sie sehen das ja als Ärzte. Ich sage das nicht als Ordnungspolitiker, sondern ich bin der Meinung, dass es gefährlich ist, Cannabis nur mit dem Joint zu sich zu nehmen. Gerade auch diese Gefahr mit den Schimmelpilzen. Das muss man doch so wissen. Also da ist der Vaporizer wirklich eine ganz wichtige Harm Reduction Methode. Und deshalb darf der nicht so teuer sein und muss trotzdem in einer guten Qualität vorliegen. Denn da gibt es jetzt schon, gerade in diesen Läden, die auch HHC besprühtes CBD verkaufen. Das ist der Schwarzmarkt. Es gibt hier nur einen Schwarzmarkt. Es gibt auch die graue Zone. Die jetzt schon offiziell zugelassenen Läden, die CBD-Produkte verkaufen, die keine sind, sondern die auch genauso THC, synthetisches Cannabis und besprühtes Cannabis haben. Das soll aufhören. Und dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass der Cannabis konsumiert, nicht die Absinthkrankheit kriegt und nicht selbst Brandes machen muss, sondern dass er wirklich sein Produkt kontrollieren kann und verantwortungsbewusst zu sich nehmen kann. Und dazu müssen wir auch wirtschaftliche Bedingungen schaffen. Es kann nicht sein, dass jemand sich da 400 Euro hinlegen muss und dann vielleicht doch nicht was Besonderes kriegt. Ich kann Ihnen sagen, dass man auch schon gute Vaporizer ab ungefähr 80 Euro bekommt. Da kenne ich mich auch schon ein bisschen mit aus.
Habe ich auch mal verkauft eine ganze Weile. Also es gibt durchaus auch Blackrise. Das ist schön für 80 Euro. Ja, natürlich. Ja. In jeder Kategorie. Aber wir kriegen auch Leute, die durchaus nur 100 oder 150 Euro für Vaporizer ausgeben möchten, deutlich dahin, nicht sich unbedingt das Markenprodukt zu holen, für 350, 500 aufwärts. Das geht halt schon. Also das sollte man auch, aber ich finde auch den Punkt, den Sie gesagt haben, dass man auf Gesundheitsschutz auch hinweisen soll, dass man mit einem Vaporizer deutlich gesünder konsumiert oder eben auch mit einem Edible. Da muss man halt nur wieder wissen, wie viel man zu sich nimmt. Ich wollte an der Stelle noch sagen, diese Kontrollen, weil du das gerade gesagt hast, wer macht einen TÜV für Alkohol, wer macht einen TÜV für Tabak, ohne das schönreden zu wollen. Aber natürlich haben wir die. Bei all dem, was über legalen Handel verkauft wird, gibt es Lebensmittelkontrollen. Und die stellen eben sicher, dass da keine Schädlinge drin sind, dass das klar berauschend und ungesund, aber sichere Produkte sind im Sinne von der Gesundheitsgefährdung jenseits dessen, was Alkoholnummer macht und was Nikotinnummer macht. Also eine Qualitätskontrolle im Sinne von Produktsicherheit, wie in der Lebensmittelkontrolle. Und ich glaube, das war ja auch ein Stück weit die Richtung, die das ging. Die brauchen wir selbstverständlich auch für Cannabisprodukte. Genauso selbstverständlich, wie wir sie für auch Alkohol und auch für Nikotin haben. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo die Beimischungen dann nicht mehr dabei sind. Das kann man ja nur dann sicherstellen, wenn man das tatsächlich kontrolliert. Und das ist ein wichtiger Teil dessen, was da gerade passiert. Vielen Dank, Susanne, auf die Beimittel, die Mischmittel, also die Sprengmittel, sorry, das ist das Richtige, und wollte ich eigentlich auch nochmal aufgehen. Das ist ja erstmal der erste Schritt, das ist ja schon viel geworden, wenn Leute vermutlich nicht mehr da Blei, Haarspray, andere Sachen zu sich nehmen müssen. Das ist auch eine Frage. Ja, ich versuche es nochmal. Ich spiele heute halt den CSU, glaube ich. Danke. Genau, ich. Also erstmal in KZ und mal in einer utopischen Welt oder in Ihrer Beschreibung einer utopischen Welt gerappt. Willst du was rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch diese Welt lässt sich auch nüchtern ertragen. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wir die Rauschkultur vielleicht, das ist auch ein Wort, was ich heute gelernt habe, vielleicht gar nicht brauchen. Und darauf zielt auch so ein bisschen meine Frage ab. Vorhin ging das auch schon so ein bisschen in die Richtung, wo machen wir denn die Grenze? Also für mich Drogen sind dann vor allem kritisch, wenn es irgendwie wesensverändernd wird. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit Cannabis, muss ich zugeben. Abhängig kann man von allen möglichen Stoffen werden. Also ich habe persönlich wahrscheinlich noch relativ starke Abhängigkeit von Kaffee. Das heißt, wo ziehen wir denn, wenn wir jetzt den Schritt gehen in Richtung Cannabis oder sind ihn gegangen, wo ziehen wir jetzt die Grenze, dass wir sagen, irgendwo hören wir irgendwo auf mit der Legalisierung? Legalisieren wir idealerweise irgendwann alles, damit wir eben, so wie jetzt über Cannabis, offen reden können und da auch entsprechend Prävention machen können. Wo ziehen wir die Grenze? Und bevor wir darauf antworten, Christian Brecht, wir haben uns um 18:30 verabredet, deswegen wird es dir auch ganz freundliches Wappenmink. Nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dabei warst, Kirsten. Gerne wieder, aber du hast uns in St. Gallen sehr geholfen, glaube ich, dass wir wirklich über das Thema auch mal ausführlich sprechen. Hab einen schönen Tag und vielen Dank. Ich danke aber sehr für die Einladung und ich muss jetzt einfach in die nächste Sitzung gehen. So war es verabredet. Aber danke für eure Arbeit. Danke, dass ihr in Sachsen-Anhalt das jetzt befördern wollt, dass es jetzt auch eine gute Landesausgestaltung dieses Gesetzes gibt. Und danke an alle Expertinnen, die ihr eingeladen habt. Ich finde, das war eine sehr, sehr sinnvolle, befruchtende Runde. Tschüss. Tschüss. Online, die anderen können auch gerne drin bleiben und zoomen. Dann sehen wir uns ja selber, ist auch lustig. Das ist tatsächlich was, da könnte ich jetzt ganz tief Luft holen und dann sitzen wir hier noch um 20 Uhr, deswegen passt mich ganz kurz an. Ich glaube genau, das ist die Frage. Und ich glaube genau, das ist die Frage, an der sich die Geister scheiden und das ist eine Frage, an der man sich ehrlich machen kann oder muss. Und zum Ehrlichmachen gehört, ja, man kann sich eine Welt vorstellen ohne Rausch und für viele Leute funktioniert das auch, aber Menschen konsumieren Drogen. So sind Menschen. Punkt. Und jetzt kann man sich eine andere Realität wünschen und versuchen, Menschen zu erziehen durch Verbote und kommt dann immer wieder an den Punkt, wo man Userinnen kriminalisiert und damit gar nichts gewinnt, weil sie es trotzdem konsumieren. Oder aber man kann die Realität, wie sie ist,
anerkennen. Menschen konsumieren Drogen, und zwar in jeder Gesellschaft. Das hat auch wenig zu tun mit sich in der Gesellschaft wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, mit der Art der Gesellschaft, also auch in der DDR, ich war da noch sehr jung, aber meine Peer Group, die waren alle ein bisschen älter, auch die haben mir von Rauscherfahrungen aus der DDR erzählt, da war der Zugang schlechter, dann haben die Spee konsumiert und sich das irgendwie in eine Cola gekippt, also Cola, Spee war unter Gruftis in der DDR der Burner, warum auch immer, erschließt sich mir nicht, aber also Menschen konsumieren, das ist eine Realität. Wir können die verdrängen, wir können die in die Illegalität treiben, wir können damit Polizei beschäftigen, wir können damit Justiz beschäftigen, wir können und werden damit immer SuchtmedizinerInnen beschäftigen und da spielt es keine Rolle, ob es legal oder illegal ist. Aber für die Frage, wie gehen wir mit den UserInnen um, für die Frage, wie schauen wir auf Menschen, die Drogen konsumieren, sind das trotzdem für uns vollwertige Menschen mit allen Rechten? Akzeptieren wir, dass man auch, wenn man mitten im Leben steht und lebenstüchtig ist, auch kontrolliert Rauschmittel konsumieren kann? Und ich persönlich kannte früher jemanden, der war Mediziner und hat Heroin konsumiert. Das kam in meiner Welt überhaupt nicht vor. Das war, aber der hat kontrolliert, regelmäßig Heroin konsumiert und hat als Mediziner gearbeitet. Das alles ist Realität. Das hättest du dem auch nicht angemerkt, wenn du dich kennst. Das alles ist Realität. Und die Frage ist, wollen wir in einer Gesellschaft leben, die Teile von Realität und die Teile von Lebenswirklichkeit von Menschen, die nun mal so ist, wie sie ist, in die Illegalität treibt? Zum Preis von, erstens sind die Verfolgungsdruck ausgesetzt, zweitens haben sie es schwer, sich im Fall von Sucht tatsächlich zu offenbaren und Hilfe zu suchen, weil wenn was illegal ist, dann spricht man nämlich auch nicht mehr so darüber, Mensch, du hast da ein Suchtproblem, geh doch mal zu dem Suchtmediziner, dann gibt es möglicherweise auch gar nicht so viele Anlaufstellen, das sind Folgeprobleme. Wir haben einen wahnsinnigen Druck bei der Verfolgung und Arbeitsaufwand bei der Polizei, bei der Justiz. Alles das sollten wir auf diejenigen konzentrieren, die auf dem Schwarzmarkt versuchen, damit Profit zu machen. Wir sollten den Verfolgungsdruck, wir sollten die Illegalität auf die konzentrieren, die organisierte Kriminalität in dem Bereich machen, zulasten anderer, vor allem zulasten der Süchtigen, nicht der normalen KonsumentInnen, die sind da meistens noch relativ reflektiert unterwegs, aber die Süchtigen, die haben ein Riesenproblem. Und da bereichern sich Leute dran. Da muss der Fokus hin, das muss selbstverständlich illegal werden. Aber Menschen, die was tun, was Menschen nun mal tun, zu illegalisieren, das ist nicht mein Menschenbild. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt von der ganzen Debatte um Legalisierung oder Illegalisierung von Drogen. Vielen Dank. Ich glaube, das war ein richtig gutes Schlusswort eigentlich. Ich wollte uns fragen, für alle auf jeden Fall, wenn wir einfach sagen, im kleinen Raum beim Essen irgendwie uns kleiner austauschen. Ist das immer unfertig, weil ich glaube, das kann ich noch eine Sache sagen? Eine letzte? Okay, noch ein Schlusswort. Auch zu deiner Frage. Ich finde das, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Modell in Portugal schon beschäftigt hast mal. Da geht's, die haben seit 20 Jahren eine Entkriminalisierung vieler Drogen oder fast aller Drogen. Da sind jetzt zum Beispiel erlaubt für Konsumenten 2 Gramm. Kokain, 1 Gramm Amphetamin, 20 Gramm Cannabis. Dementsprechend auch verhältnismäßig, wie schwerwiegend quasi die Nachfolgen davon sind. Aber das ist schon ein richtiger Satz, nicht bei den Konsumenten verfolgen, sondern die Leute, die einen dahin treiben oder die einen die Süchte quasi noch weiter fördern, weil sie genau wissen, der braucht's und ich mag damit Geld. Und das sollten wir, glaube ich, in dieser Welt mehr verfolgen als Konsumenten. Ja. Gut, ich kann mich nur kurz anschließen. Vielen, vielen Dank für die wirklich tolle Diskussion, für die tollen Fragen, für den Austausch. Und ich würde sagen, wir machen es im kleinen Rahmen. Das ist auch für die, die noch bleiben wollen, noch ein bisschen weiter. Aber wir müssen die große Runde erstmal auflösen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ganz vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ich hoffe, wir bleiben bei dem Thema im Gespräch. Und wir haben ja gelernt, es gibt noch mehrere Säulen. Wir sind noch lange nicht am Ende der Legalisierung, sondern erst im ersten Schritt.